All about the game, sag ich mir da. Los geht's. Among Us ist ab 21 Uhr, aber ich weiß echt noch nicht, ob ich Bock hab. Ich lese gerade ein bisschen im Rust Discord Channel. Wieder ein bisschen im Admin-Channel lesen, ey. Morgen gibt es übrigens Rust und Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege mit der Montagslobby. Dadurch weiß davon noch nicht. Nee, das Match mit Anni ist Montag. Richtiger Zombie-Run, wirklich, wenn es passt. Einfach momentan keine Zeit. Ich will morgen wirklich erst um 17 Uhr mit Stream anfangen, weil ich vorher jetzt ein bisschen was machen möchte. Ich komme halt wirklich zu nichts. Deswegen... Vielleicht mache ich morgens auch nur bis 11 oder so. Ach, Mann, ich weiß es nicht. Also ich möchte morgen fangen um 17 Uhr an, weil 17 bis 20 Uhr Rainbow und wir spielen sicher 3 Stunden Rainbow. Ich denke, das ist ganz okay.
Nee, 3 Stunden Rust ist in Ordnung. Dadurch, dass viele Leute so einen anstrengenden Charakter spielen. Wir sind als Poli, wir gehen natürlich gerne drauf rein, aber sie zwingst dir halt in der Hinsicht auf. Das ist schon okay. 3 Stunden Rust ist schon gut. So wird mir nicht schnell langweilig. Undran, Balui, Gippi hat. Gibt ja noch nichts Neues. Ich muss jetzt gleich direkt. Als erstes durchfarmen. Hier hat sich was getan, glaube ich. Mehr Stein drinnen noch. Werkstatt wurde hier noch bespielt. Das ist eine geile Idee mit den Autoschlüsseln. Würde ich aber trotzdem einen Keylock dran machen. Einfach sicher ist sicher. Glaubt es zwar nicht, weil hier fehlen zum Beispiel auch Schlüssel. Aber nice. Hippie wird noch nicht online gewesen sein. Das heißt, der hat noch nicht gesehen, was ich hier gemacht habe. Schönen guten Tag. Wer fällt hier hinterm Polizeirevier Bäume? Wieder einer weg. Das finde ich eigentlich, das hier finde ich echt ganz nice. Ich habe noch gar keinen Stuhl. Du musst da noch hin. Morgen, Miss Schlotzen. Einen wunderschönen guten Morgen, Hauptkommissar. Na, geht's Ihnen gut? Haben Sie einen schönen Tag? Ja, natürlich, jetzt wo ich Sie sehe, da strahlt ja die Sonne heller. Nee, da strahlen Sie ja her. Ja, Sie strahlen viel heller als die Sonne, ja. Ah, sehr nett, sehr nett. Was machen Sie gerade? Also was suchen Sie hier? Ich hörte halt gerade Werbung. Ich würde die Marketingstrategie noch etwas überarbeiten. Warum? Kauf oder stirb wird hier nicht gerne gesehen. Ja, das ist doch nur so ein Spruch, Mann. Das ist nur ein Spruch, ja. Was suchen Sie? Ich guck mir nur die schöne Kleidung an. Ja. Mensch, das ist ja richtig Stil. Ich glaube, wir sollten was zusammen unternehmen. Ich glaube, wir beide würden uns echt gut verstehen. Mein Terminkalender ist unglaublich voll. Ich glaube, ich hätte viel zu wenig Zeit für dich. Ja, das verstehe ich. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Ich habe nur versucht, nett zu sein. Ja, was Sie versuchen, bin ich die ganze Zeit. Deswegen wünsche ich Ihnen auch jetzt einen wunderschönen Tag. Genießen Sie die Sonne. Natürlich. Ja, mache ich. Ja, verschwinde. Und wir müssen das Schild abbauen irgendwie. So, auf geht's. Können Sie bitte nicht ganz so nett zu mir sein, sonst verliebe ich mich direkt in Sie. Ich habe eine Schwäche für nette Männer. Kann nicht. Ich bin zu jedem auf dieser Insel so unglaublich nett. So kennt man mich. Ich habe noch nie was anderes Oh gehört. nein. Oh, das ist schrecklich, weil wenn ich mich in jemanden verliebe, kann das ganz schön lästig für die andere Person sein. Ja, zur Not haben wir noch Gefängniszellen, aber so weit wird es ja nicht kommen. Kommst du dann mit in die Gefängniszelle rein? Leider nein. Scheiße,
Ich weiß, warum keiner mit den Pferden weggeritten ist. Es geht nicht, oder? War doch schon. Ja, wir brauchen unbedingt Garagentore und ich glaube, die kann nur Gippi, wenn ich mich nicht täusche. Nee, also wir machen noch zwei Garagentore dahin, dann passt das schon. Was? Ich hab was in den Briefkasten gelegt. Weil ich habe Werbung gemacht. Ja, ja. Werbung? Ist Werbung fein? Ja, Fan. Ja. Okay. Gefertigte Teppiche. Was für Teppiche ja, hat die? Ja, ja, ja. Ja, mit Pandas und Bären und so. Ja, auch die Werwolf-Teppiche? Ich hab Werwolf-Teppiche. Ja, die haben wir auch. Fein. Au. Hallo. Was glaubst du, warum ich hier bin? Für ein Pferd? Korrekt. Yep. Ich war gestern sehr müde. Ich habe extra eins geholt. Sehr nett, sehr nett. Das Pferd älter oder jünger als Balui? Ist es möglich, älter als Balui zu sein? War das Pferd umsonst oder haben sie noch Geld dafür bekommen? Was das, was ich geholt habe? Ja, wenn das älter als Balui ist. Oder haben sie eins Was? Ist das ein neues Pferd, das weggekommen ist? Ich habe kein neues Pferd geklaut. Nein, alles gut. Wir wollen nur irgendeins. Das bekommt Ex-Kommissar Balui einfach. Da muss auch die Farbe nicht übereinstimmen. Ich versuche ihm gerade das Schlechteste zu geben, jetzt wo ich weiß, dass er Balui bekommt. Also Hauptsache, keine Ahnung, Hauptsache es hat nur einen Kopf oder so. Also das hier ist ein bisschen doof. Ich glaube, das passt zu dem. Vielen Dank. Bringst es? Das ist aber nett. Das ist aber gekauft. Ist das nicht nett? Wenn wir geklaute Pferde wollen, haben wir leider keine Angebote. Okay, wir stellen das kurz hier hin. Unsere Garage ist voll. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Jetzt sehr nett. Jetzt haben wir endlich weniger Pferde. Zeit und Grund, neue zu holen. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. So. Louis kriegt jetzt ein neues Pferd. So. Einfach mal in die Richtung hier. Stimmt, Balu hat auch noch Geburtstag, ne? Was ist mit Erwin passiert? Erwin oder Edsolde?
Was ist das hier? Scheiße. Ich glaube, Baloui hat auf Freitag Geburtstag. Also. Genau, genau. Also ich glaube, Baloui heute um 0 Uhr Geburtstag. Das ist theoretisch heute ja die Geburtstagsfeier. Also, in der Session, sagen wir es so. Ja, Baloui hat wirklich Geburtstag. Also da, Baluis Ingame-Geburtstag ist sozusagen absichtlich mit seinem RP-Charakter verbunden. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. An Soffelbär. Ja, ich hab den Abbautee wieder mal nicht. Baloui müsste. Oh, wie alt ist Baloui? Müsste 54 oder so werden? Ich weiß es gar nicht. Baloui ist schon ein alter Haudegen, Leute. Dem macht ihr nichts vor. Also wir werden heute Abend, wenn ich Among Us spiele, mit den extra Roles halt spielen, also Engineer, Medic, Bester und Sheriff. Ich vergesse den Sheriff immer, weil er so Standard ist. Ich habe aber ein bisschen Bedenken, dass die Leute den Jester ausstellen wollen. Ich finde den Jester eigentlich super nice. Also der Jester ist eine so coole Rolle, um Tryharden zu unterbinden. Aber deswegen regen sich alle auf, weil der Random-Faktor so groß ist. Aber genau das finde ich halt dann eigentlich vollkommen in Ordnung. Stiffson, danke für 5. Vielen Dank für die 5 Sub-Gifts. Dankeschön. Ja, der Jester hat halt das Problem, bei 3 Spielern, also wenn nur noch 3 Leute leben, entscheidet der Jester, wer gewinnt. So, das ist das Problem am Jester. Der Jester nimmt halt die anderen Spieler als Geisel. Der Jester gewinnt nicht, wenn die Crewmates gewinnen. Deswegen ist es ja so schwer. Der Jester gewinnt nur alleine. Er ist kein Crewmate. Und deswegen ist in einer Putt-Situation... Ja, theoretisch kann jeder entscheiden, wer gewinnt, aber... durch den Jester entsteht das halt erst. Also halt ein bisschen... Der Jester müsste bei 4 Leuten verschwinden. Also...
Dann müsste der Jester zu einem Crewmate oder so werden. Oder, keine Ahnung. Oder der Jester hat dann in dem Moment halt für sich schon verloren. Das wäre auch doof, dann trollen die auch rein. Er müsste ab 4 Leuten zum Crewmate werden. Ich glaube, das wäre... So, heute hacken wir erstmal... Jo, wo bist du denn? Wie nennen wir unser Pferd eigentlich, Leute? White Thoroughbred. Der Graue. Ja, bei 3 Leuten muss der Jester... Bei 3 Leuten muss der Jester natürlich den Imposter wählen. Wählt er den Crewmate? Weil er kann nur sagen, er wählt sich selbst. Also ja, ist ja egal. Also ich finde die Rolle ja gut. Also mich stört es ja nicht. Ich hatte nur in den anderen Streams mal reingeschaut, dass sie den Jester ein bisschen halt nerven wollen, weil der Jester sie halt immer so ein bisschen nervt, dass du deswegen verlierst. Aber ich finde genau das so lustig. Also ich mag es, wenn du Among Us nicht ernst spielen kannst. Und so eine Rolle... So eine Rolle macht das echt. Bin gespannt. Weil der Jester ist noch der einzige Faktor, der ein bisschen hilft. Die anderen Rollen sind ja alles Crewmate-Rollen. Das macht es den Imposter ja noch viel schwerer. Wenn du einen Medic hast, wenn du einen Engineer hast, so, das macht es dir als Imposter hast du ja nur Nachteile. Mal schauen, wann Gibby heute kommt. Aber eilt ja nicht. Wir müssen ja eh gerade Steine hackeln. Dann werde ich mich, wenn Gibby da ist, einmal zum Bandcamp fliegen lassen. Damit wir einen zweiten Heli abholen. Und dann können wir uns um das Gefängnis kümmern. Ich muss halt den Abgib hochhalten. Der Upkeep für unsere Polizeistation ist nicht deaktiviert. Für das Gefängnis, ja. Vielen Dank übrigens an alle Subs und Resubs, die heute wieder reinflattern. Ne? Danke für euren fetten Support. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir nähern uns dem Wochenende, Leute. Ne? Ich habe dafür ja kein Gefühl. Aber ich hoffe, ihr genießt das WE ein bisschen. Gippy müsste auf einem anderen Server bauen, glaube ich. Also Gippy baut auf einem Bau-Server. Gippy dürfte ja gar nicht online sein gerade. Sonst wäre er, denke ich, in der Gruppe hier drin.
Wofür ist der Bauserver? Na, der Bauserver ist nicht von uns oder so. Gippy baut einfach nur das Gefängnis einmal für sich vor, ob das, was er vorhat, möglich ist und so weiter und so fort. Halt einfach, um ein Blueprint sozusagen zu haben, was wir machen können, damit wir nicht jetzt vorbauen, dann feststellen, XY geht nicht. Und dann wieder alles abreißen müssen. Aber wir haben doch jetzt auch schon mal wieder eine Menge Steine gefunden, muss ich sagen. Und wenn ich hier, wenn ich noch 2 Stacks voll mache, was möglich ist, dann habe ich auf jeden Fall wieder 2 Tage Upkeep eingeholt. Also hier sind wieder gut viele Steine gerade. Sehr, sehr schöne Ecke. Ich weiß gar nicht, wann sich die Serverzeiten nochmal ändern. Sonntag? Das ist aber schön. Das ist auch nice. Ich muss gleich unbedingt nochmal raustappen, weil ich noch nicht weiß, was ich morgen hochlade. Das muss ich noch fertig machen nächstes Mal. Ja, ich weiß, dass ich meine Grafikeinstellung ändern wollte, aber noch hat es mich nicht gestört. Noch ist die Performance für mich ganz gut und ich glaube, das ist mir fast wichtiger. Es läuft halt gut. RP mache ich nur auf kurze Distanzen. Da ich gerade kein PvP mache, brauche ich die hohen Distanzen nicht. Ist schon klar. Mal wieder ein paar Pferde hier. Wilde Pferde können nicht mit Gadgets spawnen, oder? Ach, sieh einer an! Was machen Sie denn hier draußen? Ich hab keine Zeit für Sie! Was, hallo? Was wollen Sie denn hier im Süden? Na, wonach sieht's aus, hä?
Neue Ausrüstung farmen oder was? Moin. Schönen guten Morgen. Gehört der Spinner da zu Ihnen? Ja, damit ich ihn aufs Dach steigen kann. Nee, ich wohne hier in der Gegend. Ich sehe ihn hier auch das erste Mal. Soll ich den Mülleimer vor eure Tür stellen, wenn ich einen finde? Wohnen Sie wenigstens hier im Süden? Was sind das für einer? Kennen Sie den? Ja, ich wohne hier in der Gegend. Ja, das ist einer von den Rossplatzleuten, also hier Schrottplatzmenschen, die wir hier haben. Halten sich für was, ja, keine Ahnung, so ein Kasperverein. Ich meine, ja, einer von der schlechten Sorte würde, wie der junge Mann klang. Ja, er gibt sich Mühe. Gestern ist sein Helm ein bisschen verbeult. Das ist ja wenigstens etwas. Und jetzt sucht er hier die Mülleimer ab, ob er sich neue Ausrüstung zusammensuchen kann. Ganz unwahrscheinlich. Hier schmeißen die Leute die verrücktesten Sachen weg. Und was machen Sie jetzt noch? Was haben Sie für ein Haus? Haben Sie ein Geschäft? Nö, ich habe so eine kleine Tüftlerwerkstatt für mich auf dem Berg. Hab mich da so ein bisschen eingerichtet. Versuche jetzt, ja, ein bisschen um die Runden zu kommen und wollte gerade zu dem kleinen Steinbruch, der in die Richtung liegt. Ja, die Maschine da anwerfen und ein bisschen Zeug aus der Mine schaufeln. Dann machen Sie das. Ich drehe jetzt wieder um. Ich sammle nämlich auch Steine, aber passen Sie auf den Blecheimer auf. Nehmen Sie sich in Acht. Tschüss. Ciao. Jetzt treffe ich den hier unten. Irgendwo immer random auf der Map, ja. Wie lustig. Der erste Spieler, der mir so über den Weg gelaufen ist, als wir hier hingerannt sind. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich Funk hier unten auch mal finde. Funk müsste eigentlich ja auch im Süden leben. Hallo Crunchy. Crunchy, spielst du in Season 2 überhaupt? Ich weiß, dass ich Frank schon mal getroffen habe, aber da war er gerade in einem Gespräch. Ach, Crunchy, versuch's nochmal, komm. Hallo, Pole. Ja, Crunchy, versuch's nochmal. Wäre doch schade drum. Staffel 1 war doch auch ganz lustig.
Ist hier noch ein Steinchen? Vielen Dank, Crunchy, vielen Dank. Aber der Stein bin ich jetzt erstmal durch, oder? Ah, komm, vereinzeln noch. Es ist so schwer. Als Polizist mit Charakteren wie Revi zu spielen gestern. Ich fand das nicht ganz unlustig. Ja, es ist aber absichtlich gewollt ein unglaublich anstrengender Charakter. Und so, wenn wir bei der Polizei sind, mit so jemandem würden wir, glaube ich, in der ich glaube, wir würden halt so gar nicht mit ihm reden. Der hätte ja keine Chance auf Schießtraining oder so. Also ein sehr starker Char, den Revi da gespielt hatte. Hat es sehr, sehr schwierig gemacht gestern. Komm, die Lokomotive schreibt einfach erstmal, wie seine Eltern ihn immer genannt haben. Das war brutal. Komm, tut mir leid. Ich hoffe, es ist mittlerweile besser geworden. Ist aber auch, also, wenn du noch nicht zur Schule gehst, hoffe ich nicht, dass das dein Spitzname wird. Wird sonst anstrengend. Muss ich Wasser pumpen? Nee. Ja, die letzte Staffel hat das ja so ein klein bisschen hervorgerufen, dass jetzt alle so einen anderen Char spielen. So. Reicht euch. Ein Häuschen gebaut. Deswegen auch die Falle dahinter, also die Wand. Schwein, das wäre diese. Die Sachen sind halt wirklich copy-pasted, ne? Also manche Sachen werden halt so in die Welt spawned. Die Formation, die Items und Julie letztes Mal hatten in der Season, habe ich auch wieder gefunden. Ja, der Unterschied zu Staffel 1 ist natürlich klar. Das war. Schönen guten Tag. Alles in Ordnung? Hier allein in der Wüste? Ich mach wieder ihren Job, ja? Was denn? Unsere Straßenschilder, die ich gestern aufgestellt habe, abbauen? Ja, die sahen alle nicht schön aus. Die waren ja schepp. Also da muss man nochmal ran. Gibt's was Neues im Waffengeschäft? Was brauchten sie denn? Weiß ich nicht. Ein schönes. Brauchen sie auch Rüstung? Okay. Rüstung werden jetzt dazukommen. Wir gucken, dass wir heute C4 rankriegen. Und die Raketen. Und Rüstung wird dann wahrscheinlich ab morgen da sein. Ja, wegen Rüstung würde ich, glaube ich, gerne nochmal zurückkommen.
das kriegen wir hin. Dann jetzt noch viel Spaß beim Abbauen. Wir hören uns. Machen Sie es gut. Ja. Danke, bis dahin. Scheiße, die Base ist kaputt gegangen. Nicht in den Zettel reintun. Die Base wurde nicht ausgebaut. Oder ist sie ganz neu? Scheiße, hier ist nichts mehr drin. Obwohl hier halt ein Auto steht, das wird zufällig gewesen sein. War gestern wohl auch schon so aus, okay. Ich dachte, das wäre durch einen Bug kaputt gegangen. Das ist immer am schlimmsten eigentlich. Geil. Nochmal eine blaue Lampe. Ich nehme ja auch ein bisschen Schrott mit. Wir wollen auf jeden Fall Garagentore noch. In dem Gefängnis können Gippi und ich gleich erstmal nur zu zweit machen, arbeiten. Deswegen, das wird wahrscheinlich ein klein bisschen länger dauern. Ich hoffe halt nur, dass wir in der nächsten Zeit anfangen. Ich weiß nicht, ob Gippi Kunran schon erreicht hat wegen dem Gefängnis. Sonntag gibt es übrigens wieder ein Pen and Paper, falls ihr es verpasst haben solltet, das Announcement. Das ist echt schade. Warum? Also an der Pole? Hat wer abgesagt oder wäre es ein Offline-Pen and Paper gewesen? Wer spielt das Militär? Keine Ahnung. Neues Pen and Paper oder geht es an? Ne, neues, also wieder mit Anni, Pia und Mauki. Und Leute, auch das ist das, was ich letztens im Chat angesprochen habe. Schreibt mir nicht in den Chat, dass ich gesagt habe, dass Giggles um 18 Uhr vorbeikommen soll oder sonstiges. Vielleicht bin ich um 18 Uhr da, vielleicht auch nicht. Ja, also das ist die Reminder in der Hinsicht helfen nicht. Lass die Story sich so entwickeln, wie sie ist. Bei deinem Terminplan weiß man ja nicht, ob sowas untergeht. Ja, aber selbst wenn es untergeht und ich hätte es vergessen, dann hätte ich es vergessen. Dann ist das doch auch Teil der, wie sich das Ingame entwickelt hat. Das ist doch alles. Lasst es einfach geschehen. Geilo, noch eine blaue Lampe. Das hätte ich gerne.
Eisen, das war ja richtig gut. Ja. Hallo. So wäre der Texas Dude gewesen sein. Wann geht's mit dem PMP, mit Gipikun und so weiter? Steht da schon was fest? Nein. Bei ganz, ganz vielen Sachen ist es so, die Sachen sind cool, die Sachen machen Spaß, aber wir haben keine Zeit. So ein Pen and Paper zu planen, umzusetzen und das dann 3-4 Wochen hintereinander zu machen, kostet dich dann halt 3 oder 4 Samstage. Die musst du erstmal haben. So, es gibt so viele Sachen, die ich gerne spielen möchte, aber es geht momentan nicht. Also, momentan ist wirklich schlafen, aufstehen, E-Mails, Meetings, rendern und dann streamen. Kommst du nicht. Hast du Lust, einmal ein PNP mit den Rocket Beans zu spielen? Kann ich nicht sagen. Also mache ich mir keine Gedanken drüber. Wenn ich gefragt werde, würde ich drüber nachdenken. Vorher ist das doch nicht wichtig, ob ich darüber nachdenke oder nicht. Genshin habe ich zum Genshin habe ich schon gespielt, Gott sei Dank. Was für Meetings hast du denn mit super vielen Firmen in der Branche, mit Kooperationspartnern? Mit Netzwerken. Also Meetings. Hi. Meetings hast du so am Tag 2-3 Stunden. Hey Maxi. Das seid ihr doch ganz gut. Ihr habt es ja gerade gesehen, dass als wir Dead by Daylight und Anfang von Rust, dass ich 3-4 Mal AFK war, weil nicht, weil ich so oft auf Toilette musste, sondern ich bin jedes Mal, wo ich AFK war, runtergerannt, um ein Paket Post zu öffnen, um das zuzuordnen. Weil, wenn du Sachen irgendwo bestellst, musst du die auf den unterschiedlichen Seiten bestätigen. Das kann ja nicht ein paar Tage rumliegen, sonst beschweren die sich. Deswegen, ich bin immer runtergegangen und habe ein Paket geöffnet. Komm nur, alter Gaul. Feuerwerk. So schön, wenn man das, weil es auf so große Distanz rendert. Nein, du schaffst das, komm. Sehr gut. Ja, der eBay-Fall wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Polizei ist jetzt mit eingeschalten worden. Aber für mich sieht es halt eigentlich ganz gut aus. War ein versicherter Brief ist nicht angekommen, Polizei ermittelt. Post muss am Ende den Schaden zahlen. Also, ich sehe keinen Grund, wie ich das verlieren kann.
Was passiert? Eigentlich genau das, was ich gerade erzählt habe. Ein versicherter Brief wurde abgeschickt, ist verloren gegangen. Und ja, das, darum muss man sich jetzt kümmern. Noch 666 Scrap waren es beim letzten Mal, jetzt sind es 999, sehr schön. Das und das behalte ich mal. Einer hat meine Lampe abgebaut. Ich hatte zwei, oder? Das ist ärgerlich. Ja, ich hatte safe zwei. Ich dachte, nee, nee, ich dachte, ich hätte hier auch schon eine stehen. Also ehrlich. Auf jeden Fall muss ich die noch verkabeln. Und ich brauche Fenster. Und ich brauche die Rolltore. Wer kann wohl schon die Rolltore? Rusko's Custom ist wahrscheinlich. Hallo. Wer bist denn du? Der Hauptkommissar und selbst. Ich bin... Oh, sind die weg? No. Ja, ich bin noch hier. Ich nix sehen, ich habe nix da schon. Okay. Hallo, ich bin Miski Kumarachi, La Shama Shan Waka. Und was machen Sie hier? Okay. Ja, ich gucke ein bisschen, ich will Leute kennenlernen. Dann sind sie aber hier. Ich habe noch keine Freunde hier. Dann sind sie hier aber genau richtig. Hier gibt es viele Leute, die ihnen wahrscheinlich ähneln. Schauen sie doch mal da. Der könnte doch schon was sein. Ja, ja. Der da. Hallo. Wollen du Freund sein? Hallo. Hallo. Dorf an. Ich suche Freunde. Auf was? Ich kann dir nur bieten Kuh. Ich habe Kuh. Kuh Bertha. Wo sind denn die Euter? Du darfst Kuh streicheln. Oder? Du nicht sehen? Kannst du melken, Kuh? Nee. Ich muss nur eine Sekunde in den Busch. Ich bin gleich wieder da. Okay. Wo ist dein neuer Freund? Weiß nicht, ich glaube, der hat Angst bekommen. Ah, ich glaube, dem geht's nicht gut, der übergibt gerade. Oh. Aber wissen Sie noch wen? Hier links das Haus. Das da, was aussieht wie so eine Halloween-Bude. Ja. Das ist ein super Haus. Halloween, ja. Ja, da sind auch gerade welche zu Hause. Geh da mal hin. Da hab ich. Okay, da habe ich schon einen kennengelernt. Oh. Oh, der Helikopter. Hallo, so Freund. Ich habe ganz, ganz seltene Bären im Busch gesehen. Die muss ich einmal überprüfen. Oh, Bären. Ah, guck mal, in dem Halloween-Haus ist sogar wirklich noch jemand. Der steht oben am Fenster und freut sich, wenn du vorbeikommst. Okay, dann gehe ich da mal gucken. Machen Sie das. Das wird lustig. Freund, kommen du mit? Ich müsste mal mit dem Hauptkommissar reden. Das ist ganz gut, dass ich den hier treffe. Oh, okay, dann gehe ich mal kurz. Was kann ich denn für dich tun? Ich gehe Halloween. Tschüss. Viel Spaß. Danke. Wollen wir hier reden oder lieber? Ja, sie können auch mit zur Wache kommen. Es könnte sein, dass Piraten-Captain Giggles noch vorbeikommt. Ja, komm ich da
Gilt das Piraten-Captain? Ja, ja, es könnte da vorne. Eine Biene. Ja, guck, nee. Da steht doch Captain. So. Sind Sie Piraten-Captain Gilt? Streichen Sie den Piraten und dann sage ich ja. Aber Sie, Hauptkommissar, aber Sie, ich glaube, Sie wollen mich ständig auf den Flügel nehmen. Ja, aber ist Captain America ein Pirat? Sagen Sie mir das mal. Den habe ich aber noch nie gesehen. Ich bin nicht so oft auf den Weltmeeren unterwegs. Das ist ein Kollege von mir. Also, ich weiß nicht, ob unsere Zusammenarbeit so funktionieren wird. Herr Hauptkommissar. Doch, doch, das wird super. Ganz kleinen Moment. Was wollen Sie denn eigentlich? Ich warte einen Moment. Nee, machen Sie ruhig. Wir haben... Ich müsste mal wegen... Ja? Okay, ich müsste wegen eines Schriftstücks mal mit Ihnen reden. Ja. Bezüglich des Falles zwischen der Polizei und dem... Ach, ja, die Halloween. Haus da drüben. Ja, okay. Woran, genau, worum geht's die Halloween-Leute. War das nicht geklärt? Die Frau Anwältin, die den ganzen... leider nicht. Und die Frau Anwältin, die ist heute leider nicht im Haus. Die wollte eigentlich heute ein klärendes Gespräch ausführen, aber die ist super bettlägerig, ja, Kopfschmerzen, das ganze Programm. Und deswegen hat sie mich vorgeschickt, einmal nur ein Schriftstück von ihm unterzeichnen zu lassen. Okay, zeigen Sie. Ich soll das unterzeichnen? Die Polizei sollte es unterzeichnen. Das wäre quasi nur bis dann morgen als Ersatztermin das klärende Gespräch stattfinden könnte, dass die Damen und Herren des Hauses einfach erstmal ihren normalen Tagesablauf vorgehen können. Moment, Moment, Moment. Das klärende Gespräch macht die Frau Anwältin mit den Halloween-Verrückten. Und ich soll unterzeichnen, dass wir in der Zeit nichts machen? Also das klärende Gespräch sollte heute stattfinden mit einem Vertreter der Polizei. Das war der Herr Maxi McFly. Und den Bewohnern des Hauses. Und das kann halt heute leider nicht stattfinden, weil, wie gesagt, sie ist bettlägerig, ne? Schnupfen, Kopfschmerzen, das ganze Programm. Und deswegen als Überbrückung bis dahin dieses Schriftstück. Also benötigen Sie nicht meine Anwesenheit heute um 20 Uhr, Herr Praktikant? Korrekt, korrekt. Ich will morgen verschoben werden. Ja, okay. Mhm, in Ordnung. Dieser Captain America, von dem Sie eben geredet haben? Ach, das sind Verwandter von mir. Nicht so wichtig. Ich wollte nur ein Beispiel bringen. Hält sich für ziemlich cool. Gehen Sie ihm lieber aus dem Weg, wenn Sie ihn sehen. Verstehe. Haben Sie gerade mal ein Datum für mich? Heute haben wir den 11.02. Ich habe das Dokument etwas abgewandelt. Okay. Lass mich ja hier nicht bescheißen. Meinen Sie damit das morgige oder das heutige Gespräch, was verschoben wird? Steht doch ein Datum drauf. Ich habe doch noch ein Datum dazu geschrieben. Naja, und unten haben Sie eine kleine Klausel noch eingefügt. Ja. Ja, wenn das, also das, es geht um das Gespräch am 12.02. Das steht aber da drin. Okay, verstehe. Und soll das verschoben werden, ist das doch kein Ungewöhn. Ja gut, ich wollte nochmal nachfragen. Sonst erzählen die Verrückten wieder was? Wir wussten nicht. Ich kenne mich mit dem Recht nicht so gut aus. Ja, alles gut, alles gut. Gut, Herr Oberkommissar, Hauptkommissar, Kommissar. Ja. Ich danke Ihnen. Kein Problem, Praktikant, Anwaltsgehilfe. Wir sehen oder hören uns vermutlich... Morgen. Tee haben Sie vergessen. Ich mache auch Tee. Haben Sie da nochmal einen Test-Tee für mich?
Schon ganz vergessen, wie der laufen. Schmeckt. Aber ich habe was anderes für Sie. Was denn? Kommen Sie mal kurz um die Ecke. Kleinen Moment, Captain Giggles. Eine Sekunde. Wieso darf ich das nicht sehen? Ich bin doch vertrauenswürdig. Ja, aber vielleicht ist das, oh mein Gott! Pack das schnell weg! Hier, das ist mit... Ach, Gippi. Du Scheiße! Das ist mit Gippi abgesprochen. Oh. Haben Sie da gerade ein Fotoapparat gehabt? Nein. Es war nur ein Empfänger. Entschuldigung. Ein Fernglas. Okay, verstehe. vielen Dank. Gut, dann ich komme später nochmal vorbei. Ich will sicher noch einen Schluck Tee haben. Okay. Werden Sie bestimmt bekommen. Auf Wiedersehen. Okay, kommen Sie mit rein. Ich muss erstmal wieder die ganze Werbung aus unserem Briefkasten schmeißen. Merkwürdig, ich bekomme nie Post. Da sollte man meinen, die Leute brauchen Hilfe. Ja, alle machen nur Werbung für jeden mickrigen Laden. Ach so. Also einfach nur Spam-Mail. Na, das ist ja nicht so schlimm. Okay, ja, wir müssen unbedingt mal einen Designer einstellen. Hier mangelt es noch. Okay, Captain Giggle 2. Naja, das war unser Haupt-Ex-Kommissar Balui. Der hat sich Mühe gegeben. Weil Sie so eine vertrauenswürdige Person sind, zeige ich Ihnen heute unseren Besprechungsraum. Und nein, nicht zu verwechseln mit dem Bestechungsraum. Es gibt einen Bestechungsraum? Nee, aber ich hätte sagen können. Das interessiert mich jetzt aber doch. Hätte ja sagen können, dass Sie das falsch verstanden haben. So, hier halten wir unsere Meetings ab. Und weil sie so vertrauenswürdig sind, dürfen sie das auch sehen. Mhm. Oh, das... Ich fühle mich geschmeichelt. Das ist wirklich eine Ehre für mich. So, was haben sie denn? Wie kann ich... Setzen Sie sich. Was haben sie denn? Die hatten ja das Labor gefunden. Ganz genau. Ich hatte das Labor gefunden... So geheim war das ja auch nicht versteckt, weil die Drogendealer überall herumposaunt haben, wo die Position ist, nämlich bei E8. Und dort wollten wir uns ein bisschen umsehen, konnten leider nicht in das Gebäude rein, weil uns dann einer der Inhaber aufgehalten hat mit seiner Waffe. Ja, wir wollten ja kein Aussehen erregen und taten so, mein Kollege, von dem ich Ihnen ja gestern erzählt habe, der Herr Lachsmann und ich, taten so, als wären wir Stoner und würden Drogen kaufen wollen. Übrigens nochmal vielen Dank, dass Sie uns 100 Scrap gegeben haben. Es war Ihr Kollege Gippi, damit wir uns Drogen holen können. Und so ich wollte würde ich das nicht den formulieren. Tauschhandel... Ja, Sie können das sehen, wie Sie möchten. Ich wollte den Handel fotografieren, aber der... Dieser Mann, dieser Drogendealer, der sich übrigens Mr. R nannte, oder Romatandrial, oder wie auch immer, auf jeden Fall meinte er, er ist bekannt als Mr. R, hat uns aufgehalten und wollte dann auch unsere Fotografie haben. Mir war es trotzdem möglich, ein Foto von ihm zu schießen und von der Ware. Das müsste in ihrer Beweiskiste sein. Okay, ja, das werde ich gleich nachschauen. Wunderbar. Wie wollen Sie da für sich weiter vorgehen? Was ist Ihr Ziel bei dieser Sache? Mein Ziel ist es, all diese Drogendealer dingfest zu machen. Mir ist bekannt, dass nun eine Apotheke geöffnet werden soll, die Drogen verkauft. Und allen Anschein macht Herr Ortega bei diesem Unterfangen mit. Und ich wollte Ihnen ein bisschen beschatten, Fotos machen. Ich denke, Sie können wahrscheinlich diese Verbrecher nur dingfest machen, wenn ich auch Beweismaterial habe in Form von Fotografie. Okay, aber wenn jetzt eine Apotheke geöffnet wird, dann ist das ja der optimale Zugriffsort und bietet absolut keine Fluchtmöglichkeiten. Dann sollten wir doch einfach noch warten, bis diese Apotheke offen hat. Richtig, genau. Das wäre die Idee. Ich warte erstmal, bis die Apotheke geöffnet hat. Es soll wohl bald soweit sein, meinte Mr. R. zu uns.
Und dann würde ich mich der Sache annehmen, wenn ich ihn nicht damit im Wege stehe. Übrigens war es mir viel lieber, als sie noch da hinten saßen. Warum denn? Ich hab's nicht so mit Nähe. Die standen gerade auf der Straße einen Meter neben mir. Ja, aber hier sind wir in einem kleinen Raum. Ich habe ein bisschen Platzangst. Sie können doch jederzeit aus dem Fenster fliegen. Hier ist doch Platz. Ich weiß nicht, ob ich da durchpasse. Ich habe ein bisschen zu viel Honig gegessen. Oder haben Sie noch was von den Beweismitteln zu sich genommen? Nein, ich habe sie gar nicht genommen. Das war nur der Herr Lachsmann. Ich nehme doch keine Drogen. Okay, also wir warten, bis die Apotheke offen ist. Was machen Sie dann? Was wird das finale Beweisstück sein? Eine Option ist es, jemanden da einzuschleusen als Mittelsmann. Er gibt sich quasi als Mittelsmann aus, der Interesse hat, auch die Ware zu verkaufen. Und dementsprechend hätten wir dann kompletten Zugang zu dem Gebäude und könnten Beweismaterialien sammeln. Was halten Sie davon? Ja, die Idee ist ganz gut, aber was passiert, wenn dieses Vorhaben versaut wird? Nun, Sie können gerne auch Lösungen anbieten, statt nur Probleme, Herr Hauptkommissar. Seit wann sind Sie denn hier jetzt so frech geworden? Es tut mir leid, ich habe nicht so viel geschlafen. Irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht. Bis gestern dachte ich noch, Sie wollen uns wirklich helfen, aber hier scheint mehr eine Rolle zu spielen, glaube ich. Nein, ich möchte auch wirklich helfen. Mhm. Ich möchte auch wirklich helfen. Aber ich würde mir schon ein bisschen Teamwork wünschen, dass Sie auch mit Vorschlägen kommen. Ich dachte, wir sind hier ein Team, aber bisher kommt nur von mir was. Ja, ich wollte ja erstmal wissen, was Sie machen wollen. Also, wenn die Apotheke steht und Sie beschatten, theoretisch müssten wir ja nur wissen, wer in der Apotheke arbeitet und wo die jeweiligen Personen wohnen. Dann könnten wir über eine Beschattung rausfinden, wie die Ware an die Apotheker kommt. Und das wird unser Moment für einen doppelten Zugriff sein. Einmal nehmen wir die Apotheke hops und schnappen uns den. Das ist unsere Versicherung, falls wir den Deal auf frischer Tat nicht verhindern können, weil dann können wir denjenigen, den wir da in der Apotheke festgenommen haben, so weit ausfragen, dass wir wissen, wer der Dealer ist. Ja. Ja, das klingt gut. Da könnte ich helfen. Ja, wenn Sie möchten, dann finde ich heraus, wo die Dealer wohnen. Wo befindet sich die Apotheke? Steht. Oder wissen Sie, wo die gebaut wird? Es wurde nur gesagt, dass sie in der Stadt gebaut wird. Wir sollten es also mitbekommen, sobald sie steht. Ja, wenn Sie also eine Info haben, wann die Apotheke geöffnet hat, dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Und dann leiten wir weitere Sachen in die Wege. Könnte nämlich sein, dass wir da noch einen Praktikanten kriegen in der Zeit, der sich wunderbar als Undercover-Lockvogel eignen würde, weil den noch niemand auf dem Schirm hat. Somit könnten wir aus erster Hand Informationen sammeln. Sie möchten die Gesundheit der ganzen Stadt in die Hände eines Praktikanten legen? Die Gesundheit, ist das so gut? Die Gesundheit dieser Stadt ist schon an einem Minipunkt am absoluten Tiefpunkt angekommen. Wenn Sie sich hier mal umgesehen haben, Drogen ist das geringste Problem der Stadt. Und wenn, wird es wahrscheinlich den meisten Leuten noch helfen. Der einzige Grund, warum wir das verhindern, ist, weil es unser Job ist und weil wir es machen müssen. Aber wenn sich die Leute anschauen, denke ich, die pflanzen alle was an. Ich verstehe gar nicht, was Sie meinen. Dann gehen Sie doch mal so von Haus zu Haus und stellen sich vor. Und dann schreiben Sie mal auf, wer normal mit Ihnen geredet hat. Und dann geben Sie mir die Liste. Ich habe heute nur mit einer Person geredet und die behauptet, ich wäre ein Pirat. Ja, aber das liegt an ihrem Titel. Sie stehen bei uns in der Kartei als Captain Giggles. Und
Das ist halt unter Seefahrern gelistet bei uns. Also wir haben noch Pirat Keck. Hier Keck, Kecklack und Captain Giggles. Also zwei Piraten sind eingetragen. Ja. Sie nehme ich auf dem Arm, oder? Haben sie mich wirklich in eine Seefahrerkartei eingebaut? Das System ist automatisch. Wir haben ihren Namen eingetragen, ein Foto gemacht und der hat bei Captain unter Seefahrer eingetragen. Also das System ist ja wohl makellos. Oh je. Egal, ich werde es Ihnen noch zeigen. Ja, sind alle Seefahrer Captains. Auch Helden können Captain sein. Nicht jeder Seefahrer ist ein Captain, aber jeder Captain ein Seefahrer. Ich weiß nicht, wie ich dagegen argumentieren kann, Herr Hauptkommissar. Sie haben schon zu Recht Ihre Position erlangt. Wir können ja wirklich hier mit Taten glänzen. Ich glaube, das wird super. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das werde ich tun. Der Wind steht heute gut. Bis dann. Hallo, Herr Hauptkommissar. Schönen guten Tag. Ich habe ein paar Lieferungen. Ich habe dem Kommissar Gippi gestern schon ein paar Sachen. Vielen Dank. Aber natürlich doch. Natürlich. Ich habe gestern ein paar Lieferungen an Kommissar Gippi abgegeben und wollte fragen, ob Sie auch was annehmen würden. Computer. Eine Granate. Tragen Sie mit sich? Ja, die habe ich gefunden. Die wollte ich natürlich direkt dann abgeben, weil mit sowas möchte ich natürlich nicht hier rumlaufen. Okay, wie kommt es dazu? Also warum geben Sie uns das? Womit haben wir das verdient? Was ist der Grund dafür? Angefangen hat das alles mit einer kleinen Kamera, die ich gefunden habe. Und damit kann ich als normaler Bürger hier nicht so viel anfangen. Und da habe ich gedacht, bevor ich die recycle, gebe ich die doch lieber mal ab an Leute, die die vielleicht gebrauchen können. Das ist sehr nett. Was wollen Sie denn im Gegenzug dafür haben? Wir können wirklich jemanden gebrauchen, der uns die Sachen, die er nicht benötigt, vorbeibringt. Gerade solche Sachen sind hier gerne gesehen. Aber wie kann ich da mit einer Gegenleistung dienen? Also ich brauche gerade nichts. Ich hatte gestern nach Autoteilen gefragt, aber einer Ihrer Mitarbeiter wollte sich auch schon um mein Auto kümmern. Der wollte das in Obhut nehmen und reparieren. Da warte ich aktuell noch drauf. Also das ist Ihr Auto? Also er hat das für Sie repariert? Ich weiß nicht, ob genau das jetzt hier drin steht, aber ein Auto habe ich quasi noch offen. Ich höre hier die ganze Zeit... Das sollte für mich gemacht werden. Ich bin wirklich etwas enttäuscht von meiner Einheit, aber ich höre den ganzen Tag Sachen wie... Ja, ich habe Geld bekommen von Inspektor X, Inspektor Y will mir ein Auto machen, Inspektor Z hat mir eine Waffe geschenkt. Einiges läuft hier nicht richtig. So, sehen Sie ein Auto hier von, was Ihnen gehört? Sie können auch kurz mit reinkommen. Ich weiß nicht, ich sollte ein neues Auto kriegen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Es geht nur darum, dass Sie sich das einmal... Achso, okay. Nee, das heißt, Sie wissen gar nicht, wie es aussieht. Wir haben hier vier Autos drin. Könnte sein, dass eins davon Ihres gehört. Ich hatte ein kaputtes Auto und das hat einer Ihrer Mitarbeiter, Kommissar Trilux hieß der, glaube ich, der wollte das reparieren und mir dann repariert zurückbringen, aber wollte sich das vorher ausleihen. Und da habe ich natürlich gedacht, das ermögliche ich ihm, dass er damit erstmal eine Spritztour machen kann. Und da warte ich. Aber das eilt nicht. Ich habe hier meinen schwarzen Blitz da hinten an der Straße stehen. Der ist super schnell. Okay, der gewinnt auch gegen Autos. Sollte unser Flottencommander da mal wieder online kommen, sage ich gerne nochmal Bescheid. Ich habe noch was von einem gewissen Praktipanda bekommen. Das soll ich Ihnen auch geben. Sekunde, das ist nicht von mir, das ist von ihm. Ah, meine Teelieferung. Das war dann von ihm. Sehr schön. Genau. Oh ja, das freut mich. Vielen Dank. Genau, das war es eigentlich auch erstmal. Mehr habe ich noch nicht gefunden. Ja, aber wenn ich wieder was finde, dann sage ich Bescheid. Ja, das war schon mal super. Dankeschön. Wie gesagt, wenn Sie was haben wollen, sagen Sie gerne Bescheid. Ansonsten nehmen wir den Schrott, den Sie vorbeibringen, immer gerne. Perfekt, wunderbar. Das freut mich. Dankeschön. Haben Sie einen schönen Tag. Einen schönen Tag noch.
Gleichfalls, danke. So, jetzt komme halt leider ich, der absolut keine Ahnung von diesem Stromgedöns hat. Aber erstmal habe ich hier wieder ein bisschen Skrepp. So, was brauche ich, um meine Lämschen zum Laufen zu kriegen? Ja? Wie bringe ich die Lampen an? Das ist für Gippy. Das haben wir schon gelernt. Das wird geschrottet und nach unten. So. Weißt du was? Ich lerne die Lampen nicht. Ich stelle die auf, so wie ich sie habe. Die findet man schon wieder. So. Die müssen doch einfach so ein Pass-Through haben, oder? Zack. Zack. Das kann ja nicht so kompliziert sein. Ich stelle einfach ein weiteres Solarpanel erstmal nach oben. Dann brauche ich eine Batterie, um das zu speichern. Reicht eine kleine Batterie reicht doch sicher für ein Telefon, oder? Das ist Lennarts neue Schaltung, die er sich für die Garage gepusht hat. Warum kann ich die ineinander placen? Interessant, dass es geht, ist aber trotzdem kacke. So, wird schon passen. Naja, passt. So. Jetzt bringe ich das dann gleich runter. Aber erstmal. Schönen guten Tag. Kann ich helfen? Ist Ihnen der Name Schlotzen ein Begriff von gestern? Die Schmutzens? Ja. Wieso, was geht's? Ja. Nö, die wirken für mich ein bisschen aggressiv. Da kommt auch einer von denen. Na, gehen Sie schnell weg, gehen Sie schnell weg. Alles klar. Ja, ja, ich verstehe. Passen Sie auf sich auf. Ja, ja. Seien Sie schön vorsichtig. Wo hat er denn seine... Wo hat er denn seine Batterien alles? Wenn das hier nur... Und wenn das hier alles nur... Du solltest mal aufpassen, das nächste Mal, verdammte Scheiße. Arztpraxis, mein Gott, hier findet man doch gar nichts. Hier vorne! Hier oben! Ah, da die großen Batterien. Aber da geht doch nicht das Zeug hin, oder? Ich mach die Batterie einfach direkt dahinter. So ist doch eigentlich ganz cool. Weil die Batterie ist so die... Meine Idee ist, dass die Batterie direkt für das Panel selbst ist. Das heißt, wenn ich doch Electric Output in Power In mache, lädt das Panel die Batterie. Und nun muss ich nur schauen, wie ich das am geschicktesten hinkriege, dass es nicht doof aussieht. Deswegen nehme ich Lennarts Leitung einfach mal mit. Moin. Hi.
habe mich jetzt mit Kun dran hingesessen. Hingesetzt. Ich hab euch hingesessen, ne? Aber schön. Ja, gibt's. Alles gut bei dir? Ja, ja, ja. Wir haben jetzt dreieinhalb Stunden in dieser monsterkranken Festung gebaut. Unser Bauer. Ich brauche ein bisschen dann gleich deine Hilfe. Ja. Nein, das ist maximale Kabellänge oder was? Nein! Es war so gut! Wobei denn? Alles kaputt. Wie alles ist weg. Hä? Vergiss es, komm mal mit hoch. Was denn hier? Komm mal mit. Was ist denn hier? Ich bin doch hier oben. Du bist auf dem Dach? Auf dem Dach oder was? Ja, ja. Nee, ich war gerade bei dir. Wenn ich ein Stromkabel rausnehme, mache ich dann alles, was dranhängt, kaputt? Ja, ne? Also. Ah, er hat es gar nicht gespeichert. Alles gut, alles gut, alles gut. Nee, das passt schon. Was ich jetzt sagen wollte, also das kann ich gleich schon machen, das ist nicht das Ding. Genau. Da wollte ich nur was gucken. Genau. Was ich dir zeigen wollte, wir brauchen Garagentore. Kannst du die? Wo ist denn jetzt? Ja. Das ist unser Besprechungsraum. Hier. Ah, sehr cool. Ein bisschen weiter weg, so hört man den Eingang nicht. Einer trägt vor und alle anderen erzählen. Finde ich gut. Hier gibt's dann noch, also hier fehlt noch ein Lift. Gears. Hier wird noch ein Lift fehlen. Der geht halt hier runter. Dann kann man von hier rein. Und halt oben von meinem Büro kommt man auch rein. Ja. Ich glaube, den Lift hier nehme ich dann weg. Ja, könnte man. Dann mache ich hier, kann man eine Double Door oder sowas reinziehen, eine Garagentür. Und dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz, wenn wir das hier wegnehmen. So, das heißt aber, wir brauchen. Also, was kostet dich denn ein Garagentor? Braucht das auch Gears? Ja. Okay, dann. Ich habe übrigens heute das Ding wieder voll gemacht, ne? Also. Geil. 24 Stunden sind 3 Tage bei uns. Hallo, so viel hast du ja noch nie gemacht. Mich töten. Ich habe nicht geschossen. Meine Waffe hört sich anders an. Ich weiß, weil ich frech war. Hätte ja sein können, dass ich mich töten kann. So, ich muss jetzt weiter Strom also machen. Stromtechnisch können wir theoretisch, also wenn dir das reicht hier, könntest du auch hier hinten rangehen. Ich will aber ein Telefon damit anzapfen. Ah ja, dann. Dann fliege ich jetzt mal rüber. Mit Kunden dran. Ja, du hast nicht zufällig noch ein Garagentor hier, was ich lernen könnte? Wäre Quatsch, ne? Kannst du machen. Guten Morgen. Ich kann dir auch Garagentore bauen. Warte mal. Gucken, ob ich noch. Wie viel brauchst du denn? Wie viel Garagentore? 2 für unsere wirkliche Garage. Und. Die haben wir schon gemacht vorne. Alle. Nee, die Pferde kommen nicht mehr rein. Das war doof. Okay. Wir können die Pferde nicht mehr. Die kommen durch Türen, aber nicht durch die Garage? Ja, nein, nein. Guck's dir an. Dann siehst du, was ich meine. Du hast die Garage noch nicht gesehen. Ich glaube, du warst länger nicht hier, oder? Soll ich dir denn machen? Also 4, 5. Nee, 4. Kann ich machen, ja. Oder 5. Meine Güte. Genau, wir haben jetzt nämlich 4 Autos. Und ich will jetzt, dass die Pferde halt hier reingehen. Also, dass sie halt wirklich dass sie ein eigenes Tor haben. Ach, einen eigenen. Ja, genau, weil dann kann ich das nämlich dicht machen. Und die hinteren Autos nur dran, wenn ich die, also, wenn ich die vorne raus... Ja, wir hatten überlegt, ob wir die Garage hinten auch noch aufmachen, dass du vorne und hinten rausfahren kannst. Aber es ist halt Quatsch. Es ist einfach nur dafür da, damit wir 4 Autos haben.
So, da sollen einfach, wenn im Optimalfall zweimal dasselbe Auto hintereinander steht, dann musst du ja nicht an das hintere ran, solange das vordere noch steht. Ah, du willst hier auch noch Garagentore. Genau, damit die Pferde da einzeln rein können. Ich überlege halt dann, ob ich hier schon zumache, was wahrscheinlich sein muss, aber dann haben die nur ein Feld. Habt ihr das jetzt oben rum gemacht, hier mit der Speisung hiervon? Das hat Lennart gemacht alles, der hat selber aufgestellt, glaube ich. Der hat seinen Strom komplett unabhängig von deinem gemacht. Ja, ja, ja. Das, was oben jetzt drauf war, ja? Auf dem Dach. Ne, da, was er gemacht hat, weiß ich nicht, er hat auf jeden Fall nichts von dir angefasst. Nee, ist ja auch, hätte er machen können. Jetzt hast du die Wand schon weggemacht. Machst du gerade Ersatz dafür? Jetzt ist off. Bleibt offen. Haben wir denn noch nicht diesen doofen Trog, damit die was futtern können? Ja, ja, ich werde das später... Das kann ich rausnehmen, oder? Weil da mache ich natürlich kein Garagendesign drauf. Da hole ich schon was. Das passt sich gleich schon an. Ja, da musst du gucken, dass du es noch andersrum drehst. Andersrum? Nee, nee, kann man schon machen. Was meinst du? Achso, ja, ja, ich sehe schon. Ich sehe, ja, ja, ich sehe schon. Scheiße, wie viele Pferde. Stehen halt einfach alle ineinander. Ist das dumm. Ah, die kann man bauen. Ich wusste nicht, dass du die bauen kannst. Mach ich gerade. Ich crafte die. Achso, du hast welche. Ne, du hast Garagentüre. Okay. Ja, Codelocks mache ich gerade. Hast du die gezielt angebracht oder macht er das wirklich automatisch so? Weil die waren echt gut angebracht. Wer die Tore? Nee, die Codelocks. Kannst du die gerade direkt nochmal an und ab? Ich muss, ja, okay, ich muss die ja eh nochmal abbauen, ist ja eigentlich wurscht. Bau die ja eh nochmal komplett ab. Aber ja, nice, ne? Ist so eigentlich ganz cool. Schade, dass hier keine mehr hinkommt. Eine Rampe. Nee, das ist ja nicht wichtig. Dadurch, dass du mit Pferden hingehen, würde ich keine Rampe dahin machen. Pferde kriegst du ja problemlos links und rechts hin. So, Pferde kannst du ja easy zur Seite bringen. Und die Autos sollen ja nur in die Mitte. Ja, doch, Menschen. Du brauchst noch ein Tor, oder? Ja. Ja, theoretisch schon. Schönen guten Tag, hallo. Morgen. Ja, das Loch ist auf der falschen Seite, weil die Tür auf der falschen Seite ist. Wir haben ja immer noch kein Schild an der Polizei. Das weiß man ja gar nicht, was da ist. Ja, kommt Schicken. Alles. Dauert noch. Guten Tag, ich bin der Schagges. Ich weiß nicht, ob wir uns schon kennen. Ich habe schon mit Ihren diversen Kollegen Erfahrung gemacht, ganz besonders mit den Herrn Ex-Kommissar Baloui. Ah, dann sind Sie ein Freund von Ex-Kommissar Baloui. Ja, das freut mich. Ja, weiß ich nicht, ob man das schon so... Nun, sagen Sie mal, da fehlt ja schickes Schild, ne? Ich bin ja auch ein Günstler, ne? Also wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ein ganz fetziges Polizeischild hinmalen. Dass die Verbrecher so richtig Muffensausen kriegen, wenn die das nur sehen. Wollen wir wirklich ein fetziges Schild oder ein seriöses? Das müssen Sie entscheiden. Ja, können Sie auch Leute, fetzig seriös? Fetzig seriös. Ja, wie sagen die jungen Leute immer? Challenge accepted. Nicht? Ja. Ja, da habe ich auch schon öfter gehört. Ex-Kommissar Baloui sagt das auch oft. Der sagt auch immer lit. Was? Ja, das ist nicht... Haben Sie das
Das ist auch nicht meine Weil Zeit. Weil er jetzt auch nicht jetzt patchen, aber hat er denn ordentlich das in den Bericht geschrieben, dass er den Polizeihund erschossen hat? Da müssen wir nachgucken. Baloui hat seine eigene Kartei. Die muss noch mal immer Korrektur gelesen werden. Ach so, ne, wir waren in den Wald drin, wegen den tollwütigen Hirsch. Und dann kam der Hund und wollte helfen und dann hat er den totgeschossen. Und der Hirsch ist immer noch auf freien Fuß. Aber den können sie gut in der Nacht erkennen, da leuchtet das aus dem Po raus, weil er die Taschenlampe von den Ex-Kommissar Baloui gefressen hat. Oh ja, da muss ich mal Ex-Kommissar Baloui befragen, was es damit auf sich hat. Bezüglich der Das steht sicher alles im Bericht drin. Ja, das muss man immer erst entziffern. Ex-Kommissar geschrieben hat. Kommen Sie mal kurz mit. Der Ex-Kommissar, der hat schon versucht, Polizei zu schreiben. Und das ist dabei rausgekommen. Wir haben den Bericht schon einmal gelesen, aber wir haben in unserem Labor noch jemanden, der sich mit kryptischen Zeichen auseinandergesetzt hat. Wir müssen warten, bis der den Bericht von Baloui in unsere Sprache übersetzt. Ach so, ja, ich habe ihn das ja gerade zusammengefatzt. Ja, ne? Ja. In Kurzform, so war das. Ja, was war das denn jetzt hier? Deswegen, ich würde mir. Ne? Ja, wenn Sie das sagen, ich hoffe, Sie sagen das zwar, meinen das nicht so. Ich würde mich da über ein. Wie haben wir es gesagt? Ein seriös. Was war denn das? Ich bin da nicht so auf der Höhe. Was wollt. Seriös fetzig. Fetzig seriös. Ja, fetzig seriöses Polizeischild. Was würde uns das kosten? Ja, warte, wie ist denn Ihr Budget? Werden Sie aus staatlichen Geldern finanziert? Leider nicht. Wie Sie sehen, haben wir kein Schild vorne an der Wand und keine Fenster in den Rahmen. Das wird alles von uns zusammengetragen, neben unseren Falllösungen. Also, ja, da gibt es zwei Optionen. Das eine ist, dass das kostet, also das ordentlich Asche kostet, ne? Ist ein großes Schild, da sind wir bei 500 Scrap, ne? Oder die andere Option ist, ne? Sie können auch ein bisschen weniger zahlen. Und dazu als kleiner Bonus, gucken Sie, wenn das nächste Mal mir irgendwas, wenn da was ist, da gucken Sie nicht so genau hin, wenn ich da involviert bin. Aber das habe ich jetzt natürlich ganz, ganz inoffiziell und ganz leise nur gesagt. Ja, das ist natürlich, ich weiß nicht, ich bin ja der Polizeichef und uns liegt das alles auch immer sehr am Herzen, dass wir das richtig machen. Deswegen ist Option 2 auf jeden Fall für uns die bessere Wahl. Ach so, ja gut, nicht? Gut. Da, ich will noch was anderes anmerken. Das ist hier mit dem Schild da, das ist schon ein bisschen dumm, ne? Das hier reinzuhängen. Das muss auch draußen an der Wand dran. Ja. Wer hat denn hier sich überlegt hier? Was ist das? Wir haben die allererste Wand hier gezimmert und Ex-Kommissar Baloui hat als allererstes das Schild da dran gehangen. Da stand das Haus noch nicht mal. Sagen Sie mal. Der Ex-Kommissar Baloui, der feiert doch heute auch Geburtstag, nicht? Ja, älter als die Insel, sagt man. Komm. Also du, wo feiert der hier in diesen Räumlichkeiten? Es soll wohl eine Bar eröffnen und Balouis Geburtstag soll wohl irgendwie damit in Verbindung stehen. Da bin ich mir noch nicht sicher, ansonsten wird das sicher hier stattfinden erstmal. Also so, weil ich habe nämlich, das sage ich Ihnen jetzt mal, vielleicht können Sie mir da helfen, ich will dem ja was schenken, ne? Wir sind ja ganz dicke, ne, wir zwei. Also der Herr Ex-Kommissar Baloui und ich, ne? Und ich wollte ihn gerne ein Bild malen. Vielleicht können wir das hier in der Polizeiwache hängen. Können wir. Ich werde spätestens morgen werde ich das hier mal aufräumen, dass wir hier ein richtig gutes Foyer haben und dann muss das Schild auch erstmal weg. Das können wir dann sicher organisieren, das wäre super. Wenn wir das heute machen sollen, also wenn Ihnen das wichtig ist, dann kümmere ich mich da innerhalb der nächsten Stunde rum, dass wir das hier wegbekommen. Dann müssen Sie mir nur sagen, was für ein Bild Sie haben wollen. Also was für eine Größe. Warten Sie mal, gucken Sie mal hier. Wäre das nicht ein schöner Ort für das Bild? Auch das würde gehen, ja. Das wäre kein Problem. Könnte man jetzt hier so aus Stroh so eine Wand, zwei Wand, drei Wand, dann ist das so verhüllt.
Und dann reißen wir mal die Wände weg, wenn dann Geburtstag ist. Ah, ja, das können wir machen, das ist kein Problem. Sie, warte ich. Dann würde ich dann, wenn sie mir das gestatten, schon mal loslegen, damit das nicht dann zu spät wird. Ja, dann werde ich gleich mal die Tür erstmal, also dann mache ich ihnen hier eine Tür fertig mit einem Lock, damit sie da reingehen können. Und dann bereite ich soweit alles vor, dass sie das in Ruhe machen können. Haben sie denn den Bilderrahmen? Ja, klar, ich bin doch ein professioneller Künstler. Kein Moment, jemand, ich bin gleich bei Ihnen. In der Hosentasche rumläuft. Ja, dann mache ich Ihnen das eben fertig. Also in den nächsten 10 Minuten steht hier ein Kasten und ich werfe Ihnen gleich eine Notiz zu. Sind Sie noch kurz hier? Was? Ja, ich habe auch noch Termin bei der Staatsanwaltschaft. Da ist der Otto eigentlich da. Wir sind im Telefonbuch nicht mehr drinne. Nee, habe ich auch noch nicht gesehen heute. Haben Sie gerade eine Notiz dabei? Haben Sie einen Zettel parat? Ich gucke mal in meine Hosentasche. Ja, muss das leer sein oder kann das da was draufstehen? Ich kann es auch mit draufschreiben. Es geht nur darum, dass ich Ihnen das kurz mitteile. Also wenn Sie mir den einmal kurz aushändigen, dann schreibe ich da was drauf. Ich habe hier was, das, ich glaube, das geht durch als Notiz. Das ist ein altes Taschentuch von mir. Hier können Sie haben. Ja, sollte passen. Ich habe es klein drauf geschrieben, da war nicht mehr viel Platz. Die Kombination ist für diesen Kasten, den ich dann gleich hier aufbauen werde. Dann können Sie jederzeit reingehen und die Tür zumachen. Das ist ja doof. Und was war jetzt mit dem Hauptschild für draußen? Sind wir da jetzt einig uns geworden? Ja, ich würde sagen, Option 2 ist die Wahl. Also 250 und absolute Immunität. Hey. Also 250 und Immunität für immer. 200 und vorübergehen. Oder Immunität Light. Was? Immunität. Es geht um das Gesundheits, um das neue Gesundheitsgesetz hier. Ja, Immunität leid, ja. Das ist ja dufte. Perfekt. Das ist ja gut. So, dann kann ich da, dann wenn sie mir hier, ich muss ja eh da hier Erlaubnis kriegen, dass ich ja dann loslegen kann. Ja. Dann kann ich da doch draußen dran klappen. Haben Sie für draußen auch ein Schild? Sagen Sie bloß, Sie haben das auch. Ich hab alles. Ach, das ist ja fantastisch. Alles dabei. Ja, dann. Vorbereitet. Dann lassen Sie mich doch das Schild anbringen und dann können Sie da einfach dran gehen, glaube ich. Wollen Sie so ein olles Holzgeluppel hier wie das oder soll ich Ihnen das schicke Bilderrahmen machen? Das geht auch. Das, was Sie schöner finden. Sie sind der Künstler. Moment, ich gucke mal kurz. Kleinen Moment noch, eine Sekunde bitte. Entschuldigen Sie. Ja, okay. Ja, kein Problem. Machen Sie mal. Hier ist gerade gut voll Haus und es ist kaum jemand da. Mittagspause ist gerade. Was kann ich für Sie tun? Ja, dann komme ich später wieder. Hallo, Herr Kommissar. Alles klar, wäre super. Dankeschön. Ja. Hallo, ich habe gestern Anzeige erstattet gegen die Schlochzens und ich wollte mich nach dem aktuellen Stand erkundigen. Wer hat den Fall angenommen? Ich glaube Kommissar Gippi und Kommissar Juli, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Kommissar Gippi ist gerade in wichtigen Machenschaften verstrickt und Kommissarin Juli ist noch in der Mittagspause. Sollte irgendeiner von den beiden wieder hier eintreffen, werde ich sie direkt darauf ansprechen. Sollte ich sie dann heute nochmal sehen, gebe ich ihnen ein Update. Ansonsten würde ich sie zu ihnen rüberschicken, wenn sie mir sagen, wo sie wohnen. Ja, direkt gegenüber, das rote Schild. Ja, dann sage ich Bescheid. Praktisch Nachbarn. Dann sage ich Bescheid, sobald ich Infos habe. Ich kann Ihnen dazu jetzt leider gerade nichts sagen. Das ist nicht mein Fall. Okay, kurze Frage. Was denn für ein neues Gesundheitsgesetz? Muss ich mich impfen lassen oder so? Nee, so weit sind wir noch nicht. Es geht natürlich erstmal jetzt wegen Beamten und so. Sie kennen den Kram. Also rein bürokratisches Gewäsch. So. Und Okay. Ja, ich denke, ich krieg das dann in der Zeitung mit. Vielen Dank. Schönen Tag Ihnen noch. Schönen Tag noch.
So. Ich sehe ja gar nichts mehr. Wo sind Sie denn? Sagen Sie mal. Ich hab hier keine Lampen in das Haus. Ich habe hier jetzt erstmal Licht angemacht. Schauen Sie mal, ob das für Sie in Ordnung ist. Ein Hirsch, oh Gott. Oh, ach nein. Das natürlich ist das für mich, wenn das für Sie in Ordnung ist. Ja, ich habe nur ein ganz klein bisschen Angst, wenn wir die Türen nochmal austauschen sollten, dass das Bild da dran hängt. Aber ich glaube, das ist an der Wand. Zumindest wäre es sehr ärgerlich, wenn das nicht so wäre. Ich würde das vielleicht... Ich glaube, das ist das passt. Ich hoffe, ja. Komische Leiter. Müssen die Tür nicht mal kurz ausbauen? Kann man die nicht in die Hose dafür wecken? Ja, kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. Zu tief finde ich es nicht. Die Tür... Ich mache mal selber Licht hier. Wo bin ich denn eigentlich? Bin sofort da. Eigentlich kein Pferdeparkplatz. Auch das, da sind wir noch dran. Wird hier rechts und links jeweils. So, jetzt komm mal her, du Lümmel. Stell dich mal hier hin, so, damit dich keiner klaut. So, stopp! Jetzt nicht mehr laufen. Sonst kommt man ja auch nicht mehr so gut dran. Ne, ich finde das schon okay von der Höhe her. Weil hier kommt ja diese dicke Spule hin, wenn wir dann Rolltor reinmachen. Ich glaube, Gacken ist dafür. Also hier kommt ja diese große... Also die Türen kann ich raus und reinnehmen. So, da geht ja. Dann ist doch doof. So, dann gucken Sie mal hier. Ja? Das ist recht klein, aber für so ein schickes Bild an der Wand für den Herrn Ballon ist das okay, ne? Weil das nicht größere Schild ist dann so groß wie die ganze Wand. Da wird er sich drüber freuen. Vor allem wäre es halt schön, wenn das da so... mittig hängt, dass man das halt auch da dauerhaft lassen kann. Dann kriegt er da ein richtig schönes Plätzchen. Können Sie einmal kurz drauf leuchten? Machen Sie ein bisschen. Ja, sagen Sie ruhig. Machen Sie das ein bisschen hier höher, dann können Sie unten noch einen Tisch hinstellen. Dann können Sie da seinen Schreibtisch hinmachen oder so. Ich weiß ja auch. Ja, oder noch ein schönes Schild drunter oder so. Ein Schild und das Schild. Ach so. Ja, ja, so ein kleines Old-Schild. Ja. Für den. Wo der Titel und so, das ist gut. Ach, ist das schön. Ja, dann müssen Sie mir jetzt hier nur noch erlauben, dass ich hier auch malen darf. Können Sie wirklich nicht malen? Also können Sie da nicht dran? Nee, das gehört hier zu Ihren Bums. Und wenn ich Ihren Bums hier nicht verbömmeln kann, dann kann ich auch nicht bumsen. Dafür lasse ich Sie natürlich einmal kurz hier durch. Da müssen Sie einmal kurz mitkommen. Da vertraue ich Ihnen jetzt natürlich. Ich verspreche Ihnen, dass ich auch nichts klaue. Ich bin total nett. Und wenn ich doch was anstelle, ist nicht so schlimm, weil ich habe Immunität. Da ist er ja! Was machen Sie denn hier, Herr Exko? Oh, der schläft. Der schläft, die sind alle leise, ja, leise, leise. Schlafen Sie mal weiter. Ja, was ist denn hier los? Wie kann ich denn nochmal den Code runternehmen, dass das Ding offen ist? Können Sie jetzt? Was? Achso, jetzt hat das geklappt. Gut, dann gehe ich mal den Laden hier auseinander. Ich meine, ich muss malen. Ne, war Spaß, ne? Ich mache wirklich nur Kunst, sonst nichts. Ich bin natürlich sehr dankbar, wenn Sie sonst nichts machen würden. Ne, das ist ja ein bisschen dumm, ne? Mit der Polizei sich hier verscherzen. Das wollte ich ja nicht machen. Aber erstmal finde ich die Idee, die Sie haben, wirklich sehr schön. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Da freue ich mich sehr auf das Ergebnis. Ich mache Ihnen dann mal hier eben den Kasten fertig. Wenn Sie wissen, wie ich und der Herr Ex-Kommissar Balui gestern, wir sind durch dick und doof gegangen zusammen. Habe ich gehört. Wir sind Kumpels. Da will ich den jetzt auch was schenken zu dem Geburtstag, weil er sich freuen tut. Der wird sich richtig freuen. Wenn da ein Telefon der Staatsanwalt ist, dann schicken Sie den Otto mal her. RPD, Hauptkommissar Dalukat, was kann ich für Sie tun? Perfekt, wir haben keinen Strom mehr.
Jetzt nicht erschrecken. Was? Ach so. Ja, ne, wenn ich übrigens hier an Malen dran bin, da kann ich nicht mehr gucken. Ne, alles gut. Können Sie einmal kurz rauskommen aus der Ecke? Nur kurz? Ich glaube, das geht nicht wegen die Lampe, wenn sie mal nach oben gucken. Oh, Sie haben recht. Sie haben... Welcher Otto hat denn da die Lampe da so hingehängt? Aber immerhin haben sie Lampen, ne? Eben dachte ich noch, ich muss hier im Dunkeln rumsitzen. Wieso habe ich denn meine Lampe an? Hä? Die Verkabelung geht aber von da nach da. Sportleid, ne? Guck, Das sieht nicht gut aus. Kann man da was anderes da vorstellen? Vielleicht so ein kleines... ein Objekt? Ich überlege gerade, was wir hier machen könnten und welches Objekt wir da vorstellen könnten. Größerer Kasten geht nicht. Vorhin hatte ich, da habe ich aber jetzt bei ich mir... Komm, die Lampe ist immer auf der Ecke. Die Lampe ist immer auf der... Oder hier so ein Gapboard, kennen Sie? Das muss in mein Haus rein, habe ich doch gerade angegrabbelt. So was könnte man da vorschieben. Ja, aber das Cupboard... Mal jetzt mal, ne? Und dann können Sie gucken, was Sie da vorstellen. Ja, da wäre nur schön, wenn der Herr Ex-Kommissar Baloui das nicht sieht, bevor der nicht Geburtstag hat. Nee, da haben Sie recht. Die Überraschung verderben, das wäre... Ich suche was raus. Ich halte mal drauf, hier. Ach so, ja, gut, dankeschön. Können Sie dann aber auch aufhören jetzt, wenn ich male... Lampe ist halt, hier ist ein Path-Through zu dieser Lampe. Und dann geht's nach oben. Die Lampen werde ich nicht neu versetzen. Den Kamin müssen wir abbauen. Workbench kann man durchgucken, oder? Oder ist die hinten zu? Ist die hinten dicht? Die ist nicht dicht. Entschuldigen Sie, ich weiß, Sie können nicht, ich möchte Sie nicht stören, aber ich dachte mir, lieber jetzt als gleich. Hä, was? Ich will Sie nicht, ich möchte Sie eigentlich gar nicht stören, ja, aber lieber jetzt als gleich, wenn Sie schon angefangen haben. Wäre es für Sie eine Option, das Bild in eine andere Ecke zu zeichnen? Weil hier hinten könnte ich Ihnen zumachen. Wo denn? Hier, an der Wand. Also, dann würde ich so eine, man da denn dufte, wenn man reinkommt? Ich würde so eine ganze Galerie dann machen mit allen Leuten. Natürlich dann das Bild von Baloui ist extra, weil es von ihnen ist. Das andere finden wir bestimmt für ein anderes für. Aber das ist spezielle Bild würde einen besonderen Platz kriegen. Wir können auch die Ecke hier nehmen. Dann sieht man es auf jeden Fall. Dann ist es so, kann man es vielleicht auch von draußen sehen. Also, no. Ja, die Ecke geht auch nicht. Ah, die Ecke geht auch nicht. Nee, das wird alles nicht gehen. Ja, was wäre, wenn ich den Kommissar Baloui einfach davon abhalte, hier hinzukommen? Sie können ihn einfach bewusstlos schlagen. Ja, das klingt gut. Das wäre auch am lustigsten. Dann machen wir das so, ja. Gut, dann das finde ich gut. Gut, ja, ich mach den mal, ne? Alles klar, vielen Dank. Ja, ich werde die Kabel nicht neu, ich werde das nicht neu verkabeln. Das müsste Gippy wenn machen, weil er es gemacht hat. Ich weiß nicht, das Pass-Through-Ding geht sogar hier noch weiter. Dann müssten wir das ganze System neu verkabeln. Das will ich jetzt einfach nicht machen. Ganz einfach. Baloui wird schon ganz easy einfach nicht dahin gehen. Also bei Baloui mache ich mir da gar keine Gedanken, dass das überhaupt ein Thema ist. Oh, da kann
Brand am Kamin. Okay, okay. Wir auch eine Sekunde. No damage? Repariere ich was anderes? Ja, was braucht das Ding denn? Das ist immer ärgerlich, dass das da nicht steht. Wenn das Scrap braucht, ja, dann bleibt die kaputt drauf geschissen. Kein Scrap. Also, so wie ich das sehen kann, von meiner fachspezifischen Arzterkundung, müssen Sie erstmal das hier auf die Wunde drauflegen. Das sehen aus wie handelsübliche Maiskörner. Das sind aber magische Maiskörner aus meinem magischen Garten. Machen Sie das bitte. Ja, die sind, wenn Sie guten wollen, Tag. Sind Sie auch mit Curry. Guten Tag, was können wir Sie tun? Haben Sie jetzt zufällig Zeit, Herr Kommissar? Kommt ganz auf das Anliegen an. Ich habe eine ganz kurze Meldung zu machen. Ja, was denn? Kommen Sie rein. Ich komme rein. Ich komme rein. Bleiben Sie kurz hier stehen, ich wäre mal auf der anderen Seite. Ich möchte. Optische Illusion. Alles, worum geht's? Also, Herr Hauptkommissar, ich würde gerne Anzeige erstatten. Und zwar bin ich der Kurier und ich wohne auf einer Insel im Südosten, der großen Insel. Herr Schackes, guten Tag. Und zwar bei AF11. Und mir wurde eine Nachricht hinterlassen, den würde ich Ihnen gerne mal übergeben. Und ich wurde bedroht. Auf einem Schild dazu. Wo kann ich Ihnen die Nachricht hingeben? Ja, Herr Kommissar, hier einfach reinlegen. Ja, können Sie sofort machen. Ich muss die Nummer kurz schauen. Bleiben Sie kurz da, ich komme mal kurz rum. Warte, das klingt ja skandalös. Das ist ja. Von Leute gibt es. An die Schlotzens, was kann ich für Sie tun? Ich habe hier gerade ein. Wir wurden gerade überfallen. Ich müsste... Ihr Captain ja. Ghibli oder so hat uns Gott sei Dank noch gerettet. Warte mal, dieses Strobolicht ausfetzen hier. Riecher, Aggression. Scheiße. Also, Kommissar Ghibli hat sie gerettet. Ja. Okay, und was wollen sie von mir? Hat vielleicht auch denjenigen noch gesehen. Genau, der hätte uns fast ermordet. Wäre Officer Captain Biene Ghibli nicht vorbeigekommen, wären wir wahrscheinlich hops gegangen. Der kam einfach vorbei mit seinem Pferd und dann hat plötzlich gesagt, geh weiter. Und hat mit der Kettensäge so gemacht. Aber mit Abstand, nicht wahr, Fötzli? Mit Abstand. Und dann hat er seine Waffe gezogen mit so einem Laserpointer. Und dann hat er. Einfach drauf achten. Und der bei mir so. Der war genau, Rechner. Und dann hab ich Rache und BOOM! Und dann hat er. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Okay, also ich hab die Szene. Doch, ich hab die Szene vor mir. Okay, und was ist dann passiert? Beziehungsweise was ist das Problem? Dann wollte er uns wahrscheinlich ausrauben und dann haben wir um Hilfe, also wir haben sozusagen geschrien. Und dann kam. Aber wie richtige Frau, Männer. Wie richtige Männer haben wir geschrien. Richtig, wie Männer. Wir haben. Ja. Wie Männer haben wir geschrien. So. Richtig. Herr Kommissar, ich komme nachher nochmal wieder. Okay, entschuldigen Sie. Dankeschön. Okay, und dann? Und dann? Ist er davon geritten. Sie finden den Otto, der Ihnen da die Nachricht hinterlassen hat, ne? Ich glaube ja, Herr Flunker, Hauptkommissar Dalukat, ich glaube, der ist ins Banditenlager gerissen. Und jetzt wollten wir fragen, ob Sie eventuell mit uns dort mal suchen können beim Banditenlager nach diesen furchtbaren Menschen. Der sah auch aus wie ein Bandit mit so einer komischen weißen Maske. Sah aus wie so eine Schachfigur. Wie so ein Bauer. Und Kommissar Gippi könnte den gesehen haben. Absolut. Dann müsste ich mich aber trotzdem erst mit Kommissar Gippi auseinandersetzen, beziehungsweise würde ich ihn halt mitschicken, oder wir kommen beide mit. Weil ich weiß ja nicht, okay, wie der aussieht. Erst Party machen. Okay, lass uns Party machen gehen. Die ist jetzt in die andere Richtung gelaufen. Also ich kann halt gerade das Präsidium nicht verlassen, weil ich der einzige anwesende Polizist gerade bin. Ich müsste auf jeden Fall warten, bis wir anders wiederkommen. Die Bar hat noch zu. Bis dann ist er längst über alle Berge. Dann tut mir das in dem Fall wirklich leid. Sind alle entweder am Schlafen oder gerade schon unterwegs. Also ich muss hier leider kurz Stellung halten. Natürlich. Und ihre Superhelden kann uns nicht helfen? Also Superhelden Captain Giggles, meinen Sie?
Ja, die hat die gesehen. Captain Giggles. Genau. Die Biene. Ja, die hat uns geholfen. Nicht Gippi. Ja, die. Captain Giggles. Captain Giggles wohnt doch, glaube ich, irgendwo Richtung Südost. Die ist doch gar nicht weit weg von hier. Ja, die wohnt hier. Die ist aufgehoben und dann ist das Haus, glaube ich, irgendwie. Aha. Klingt sehr interessant. Würde ich gerne dabei sein, aber das kann ich Ihnen jetzt leider nicht versprechen. Es tut mir sehr leid. Aber es klingt nach einem sehr lustigen Fall. Was ist denn lustig? Wir sind fast gestorben! Sehr lustig! Ich sehe sie doch hier beide noch in voller Montur. Sie sehen doch noch top aus. Sie sind hübsch wie immer und sie sind halt auch noch da. Richtig. Du musst den Gib einfach. Oh Gott, meine Schmerzen! Blockerschürze! Da, Luca! Bitte helfen Sie uns doch bitte! Bis wann? Also, die Person wird ja jetzt eh schon über alle Berge sein. Ja, wie finden wir die denn? Ich könnte versuchen, Captain Giggles zu erreichen und dann lasse ich mir ein Bild beschreiben. Dann lasse ich mir eine Beschreibung von dem Täter geben und dann. Er hat gemeint, bevor sie noch kam und wir mit dem geredet haben, also es war so, er hat so, halt, stopp, hat er gesagt. Und ich will so, was wollen Sie? Haben Sie Pferdescheiße? Und haben wir was? Was wollen wir mit Pferdescheiße? Und dann hat er Fetzi beleidigt. Gucken Sie ihn an. Das ist völlig aufgelöst. Hat er gesagt, weil sie aussehen wie so ein Farmer. Ja. Bauer. Und deswegen müsste er Pferdescheiße haben. Und dann ist Fötzli ein bisschen ausgerastet, nicht wahr? Ist gebrochen. Der Fötzli. Der ist nicht mehr so Fötzli. Ärgerlich, ja. Ärgerlich. Und jedenfalls, dann hat er noch gesagt, ja, ich bin gerade auf dem Weg ins Banditenlager und in den Außenposten. Gebt mir alle euer Zeug und so. Und dann, nein, tun wir nicht und so. Und dann hat er losgeballert. Aber wie konntet ihr das überleben und wie hat die Biene euch gerettet? Ja, der hat uns umgeknallt, dann haben wir noch. Der lag da und dann haben wir geblutet, dann haben wir geschrien und dann kamen sie und dann hat er die Flucht ergriffen. Sie beiden lassen sich also von so einem Möchtegern-Banditen auf offener Straße umgehen. Der war voll ausgerüstet. So ein halber General. Telefon. Ja, hör ich gerade nicht. Es regnet. Nein, ich gehe mal ans Telefon. Too late, Paradise. Keiner dran. Too late. Ja, das war die Mittagspause. Ich hab gleich so Dienst. Der hatte auch so eine krasse Waffe irgendwie mit so einem. Und dann macht es wie heißt das? Und dann Luke, ich bin einfach so. Also ein Schwert, richtig? Nee, nein. Es war diese automatische Waffe und vorne war so. Genau, da hat er so ein rotes Ding dran gehabt und jedes Mal, wenn er das geschwungen hat, hat er so. Und sie haben nicht rausfinden können, wer das war. Kein Anhaltspunkt. Ich habe eine Vermutung, aber. Nee. Also, er hat sich uns nicht vorgestellt, also. Aber wir können die Klamotten beschreiben. Und er saß auf dem. Und Telefon. Und er saß auf dem weißen Pferd. RPD, Polizeihauptkommissar Dalukat. Kann ich für Sie tun? Ah, perfekt. Genau sie wollte ich. Ich wollte nur wissen, ob Sie da sind, weil wir würden gleich mal kurz vorbeikommen vom Waffenladen aus, um das eine oder andere mit Ihnen besprechen zu wollen. Ja, ich bin momentan noch ans Präsidium gebunden, von daher können Sie gerne vorbeikommen. Innerhalb der nächsten halben Stunde werde ich wahrscheinlich noch hier sein. Perfekt, dann sind wir gleich da. Wunderbar, vielen Dank. Tschüss. Bis gleich. Hat sich gemacht. Und du hast ja nicht mal, also Fötzli war schneller Boden, weil er nicht mal seine Rüstung anhatte. Warum hast du die eigentlich nicht an?
Na, aber was soll ich sie denn jetzt hier anziehen? Ich habe eben gerade noch die Melder bewirtschaftet, verdammte Scheiße. Schau, du aber nicht wach. Bist recht leise. Ja, das ist der Hipster. Die Mucke leiser! Ja, warum hast du eine Waffe gekauft und den Luft schießen? Ja. Was soll man dazu sagen? Ja, wie gesagt, ich würde Ihnen super gerne helfen. Sie wissen wohl nicht, dass das jetzt das Gebiet der 168 Straßenschlotzbande ist, was? Ist das so, ja? Natürlich. Mhm. Welches was? Da? Der mit Hügel da links, oder was? Oh, Herr Flunkerkart, jetzt entspannen Sie sich mal ein bisschen. Ihr wisst ja schon Bescheid. Das ist richtig, der Lebrastreifen auf der Straße, der gehört uns. Das weiß doch jeder. Mhm. Und dann macht sie da ein kleines. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ich kann Ihnen jetzt gerade halt wirklich nicht helfen. Ich würde da gerne mitkommen. Ich versuche für Sie, Captain Giggles zu erreichen, damit sie den Namen nennt, wer auch immer das gewesen sein könnte. Und vielleicht können wir dann zusammen losziehen. So, denn sie machen das vorher schon auf eigene Faust. Ja, dann rufen Sie doch mal an. Ja, mach ich gleich. Ich habe hier noch andere Leute gerade. Hier hinten ist noch unser Zeichner. Der Ex-Ex-Kommissar Balou. Ja, der Zeichner, der ist beschäftigt. Der Ex-Ex-Kommissar Balou hat bald Geburtstag. Und das wird hier, das muss noch vorbereitet werden. Alte Scheiße, wenn die uns nicht helfen, dann komme ich heute nicht singen für den. Ich möchte ja helfen, aber noch bin ich alleine hier. Ich kann nicht weg. Sag mal, bist du... Dann duplizieren sie sich! Verdammte Scheiße, bist du auf den Kopf gefallen? Der hat doch gesagt, dass er keine Zeit hat. Jetzt musst du den doch nicht auf den Sack gehen, 5 Stunden. Bist du nicht ganz knisper in der Birne, oder wie? Du gehst mir ja jetzt schon auf den Sack. Bitte! Verdammt, aber jetzt geh raus hier! Wenn der Herr Flunkerkart Zeit hat, dann sagt er Bescheid. Haben Sie auf Ihrem Hügel ein Telefon oder haben Sie noch eine Dose für mich? Ja. Schönen guten Tag, der Herr! Schönen guten Tag! Telefon. Herr Hauptkommissar, Telefon, Sie erinnern sich! Ich will jetzt hier auch gar nicht. Entschuldigung bitte, ich will jetzt hier auch gar nicht in eine bestehende Sache, sag ich mal, einfach reinsteppen, aber ich bin hier wegen meinem Praktikum. Haben Sie aber gerade gemacht, verdammte Scheiße! Wieso ist denn der direkt so beleidigend? Ich versteh's nicht, ich bin hier ganz normal und ganz ruhig hingekommen und werde direkt beleidigt. Finde ich schade, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil ich vielleicht nur schlotzen will. Ja, ihr Stadtmenschen seid ein ganz anderer Schlag als wir vom Land. Wir sind deutlich ruhiger, das ist klar. Hat er gesagt Stadtmenschen? Ja, ja. Herr Flunkerkart, rufen Sie uns an. Ich ruf Sie an. Herr. Herr Hauptkommissar, Sie erinnern sich vielleicht. Herr Rüdiger. Randy, ja. Randy ist der Name, ganz genau. Ich habe hier noch ein Foto vom Kollegen von Ihnen. Das sollte eigentlich für meine Bewerbungsmappe noch komplimentieren. Ich brauche das aber leider zurück. Der hat da noch was drunter geschrieben. Also, ich bin hier wegen der Bewerbungsphase, ist klar. Praktikum Tag 2. Schießtraining, Helikopterflug und natürlich auch, dass Sie mir zeigen, wo die Hauptbank ist. Die Hauptbank. Das ist im Ausbildungstag die Platz 2. Ja, ist das so, ja? Wo hat der Kollege gesagt? Alles da. Kollege wer? Permission Level 2 hat er gesagt. Ich weiß nicht, einer von den Blaumützen hier, wo ich auch bei sein will. Herr Randy, momentan bin ich allein im Präsidium. Ja. Sie haben mich auch zeitlich nicht ganz richtig verstanden. Da komme ich ja zum richtigen Zeitpunkt zur Unterstützung. Ich bin bereit. Herr Randy. Also, kann ich das Foto bitte wieder haben? Ich erschrecke mich immer vor mir selber, wenn ich mich im Spiegel sehe. Dann nehmen Sie das Foto ruhig. Dankeschön. Ich freue mich natürlich, dass Sie heute wieder angetreten sind. Klar. Sehr, sehr nett. Ich müsste Sie nur ein bisschen vertrösten. Ich weiß nicht, wie Ihr Zeitplan heute ist. Aber ab 21 Uhr ist hier voll Haus. Ab 21 Uhr können Sie hier nochmal hinkommen. Und da wird dann auch Kommissar Gippi da sein, genau. Und Kommissar Gippi... Der Freund von mir, genau. Ja, genau, Ihr Freund, Ihr Kollege. Und der macht das dann mit Ihnen. Ich habe auch schon alles an Waffen bereit. Schauen Sie mal hier, habe ich alles dabei. Ich bin sowas von bereit. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe auch noch mehr dabei. Ich bin komplett bereit, die bösen Jungs hochzunehmen. Ist klar, oder? Ist klar, ist vollkommen verständlich. Also ich bin motiviert. Sind Sie auf jeden Fall wie kein Zweiter bei uns im Präsidium, muss man sagen.
Das will ich auch sagen, genau. Ich gebe das jetzt schon mal durch, dass die Leute, die von unserem Präsidium schon, sag ich mal, auf der Insel gerade rumlaufen und noch nicht in der Mittagspause sind, Bescheid wissen. Und dann kommen sie gerne um 21 Uhr nochmal wieder. 21 Uhr ist gebongt, Herr Officer. Ich bin zurück und ich kaufe mir jetzt erstmal ein Auto. Ich habe nämlich ordentlich Profit gemacht. Mit der GME-Aktie habe ich gemacht. Oh, nicht ich schlecht. Ich sag immer, dann kaufen, wenn sie ganz oben ist. Also dann machen sie es gut. Machen sie es gut. Mein Pferd hier, ist das hier meins? Nehmen Sie bitte wirklich Ihr Pferd. Komm. Okay, schönen Tag. Ach, da sind Sie wieder. Herr Kommissar, kommen sie, ich bin's normal. Ja, kommen Sie kurz rein. Okay, Herr, jetzt aber. Was kann ich für Herr Sie tun? Herr Kommissar, ich wollte Ihnen nur melden, ich habe schon Kapitän Biene getroffen. Ich weiß, ich kann mir den Namen nicht merken. Ich glaube, irgendwas mit Biene war es, mit B. Und es war nur eine Anzeige gegen Unbekannt. Ich habe eine Nachricht bekommen, aber das kann Ihnen dann Kapitän Biene besser erklären. Captain Biene hat das alles schon aufgenommen, auch meine Nummer für Rückrufe. Okay, jetzt also habe ich gut. Aber auch noch ein Zettel nichts, für Sie. Schlimmes, bleiben Sie mal kurz hier. Ich habe noch was. Das müssen Sie mir erklären. Einen Moment. Okay, ich bin, jetzt bin ich gespannt. Hier, erklären Sie mir das mal. So, das ist natürlich genau das, was ich mir schon gedacht hatte, dass irgendjemand versucht, meinen Namen in den Dreck zu ziehen. Herr Kommissar, ich zeige Ihnen mal ganz, ganz kurz, wie ich schreibe. Das hier ist mein Flyer. Gucken Sie bitte mal auf Rechtschreibung, Rhetorik. Ein Gedicht als Werbeslogan. Herr Hauptkommissar, Sie sehen vielleicht, dass die Nachricht, die Sie da haben, ja, definitiv gemacht wurde, um mich zu torpedieren, meine Arbeit zu torpedieren, als der Kurier. Ich kann mir schon vorstellen, wer das macht. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich will jetzt das nicht sagen, aber Sie kennen vielleicht eine Frau Pegasus. Ja, der Hauptkommissar, Darukat. Ja, und wir haben, ich möchte Ihnen ganz kurz eine Geschichte erzählen, wenn Sie einen Moment haben. In der Vergangenheit wollten wir eine Partnerschaft eingehen, aber es gab so ein paar Differenzen. Seitdem versucht Frau Pegasus, mich hier per Rufmord, per Schlechtreden fertig zu machen, mein Geschäft zu torpedieren. Und es funktioniert leider. Also ich möchte das nur mal in den Raum stellen. Ich weiß nicht, ob sie das war, aber es ist meine Vermutung, Herr Kommissar. Was ist denn Ihr Geschäft an sich? Sie liefern Sachen von A nach B. Oder liefern Sie alles alle Mögliche? Informationen. Was ist mit Waffen? Sagen wir einfach alles, was anfällt. Wenn der Kunde möchte, kann ich auch Waffen liefern. Ich natürlich Waffen nichts, liefern. Was irgendwie geklaut ist. Ich gucke da natürlich drauf. Haben Sie Ihre Waffenlizenz zum Verkauf von Waffen, so wie die anderen Läden dieser Stadt? Es gibt eine Lizenz, Herr Kommissar. Ich bin ja gar nicht Teil der Stadt, deshalb. Ich dachte, ach, ich muss eine Lizenz kaufen. Das erfahre ich jetzt zum ersten Mal. Für den Verkauf, Besitz von Waffen ist alles kein Problem. Verkauf von Waffen ist ein klein bisschen umständlicher hier. Herr Kommissar, nee, Sie verstehen sich. Ich verkaufe nicht, ich liefere nur. Bei mir ist alles ohne Bezahlung erstmal. Okay. Ich habe noch nicht wirklich eine Geschäftsidee. Okay, nehmen. Ich bin gleich nochmal bei Ihnen. Kleinen Moment. So, bezüglich Ihrer Liefergeschäfte, ich habe mir den Fall mit der Frau Pegasus jetzt mal angehört. Ich werde Captain Giggles fragen, was es an Informationen gibt und werde dem Ganzen nachgehen. Wie kann ich Sie erreichen? Herr Kommissar, in diesem kleinen Zettel, den ich Ihnen gerade gegeben habe, steht auch meine Nummer drin. Sie finden mich bei AF11. Ich wohne dort auf dem Berg, auf dem Hügel. Ich würde Sie aber bitten, Herr Kommissar, das Problem ist, ich habe leider nicht so viele produziert, so viele Visitenkarten. Ich bräuchte die Visitenkarte zurück. Wenn Sie sich die Nummer vielleicht notieren könnten, wäre das super nett. Oder ich sage sie Ihnen ganz schnell. Kleinen Moment. Ich habe noch nicht so, mein Geschäft läuft nicht so gut leider. Ich muss noch ein bisschen sparen, deshalb kann ich nicht so viele Notizen produzieren. Okay, soll ich es nochmal sagen oder haben Sie es notiert? Nee, ich habe es notiert. Sie haben es notiert. Ja. Okay. Also gebe ich Ihnen auch die Nachricht zurück. Ja. Und nochmal schauen, also gerade auch, wenn es um die Schreibweise geht, ich würde niemals so schreiben, Herr Kommissar. Sie können mir vertrauen, wirklich. Ich bin vertrauenswürdige Person. Der Kurier erledigt alles und ich mache das auch mit Niveau, Herr Kommissar. Und diese Nachricht hat kein Niveau. Geschweige denn das Geschäft dieser Person. Das stimmt. Vermute ich.
Ja, wie gesagt, ich wollte Ihnen das nur mal vorlegen. Ich nehme mir das ganz, nehme das an und dann melde ich mich bei Ihnen. Alles klar, Herr Kommissar, ich danke Ihnen. Danke für Ihre Zeit. So! Herr Schackes. Was? Ja? Wann sieht das wird gerade jemand, also Herr Staatsanwalt, ich werde sicher ein paar Minuten brauchen. Und ich bin gerade alleine im Präsidium. Ja. Achso, gut, dann hat es sich bei mir schon erledigt, weil ich suche Inspektorin Julie. Ist noch in der Mittagspause. Und dann selber ins Dazwischenzimmer, da was draufschreibe. Okay. Und falls Sie sie sehen, sie müsste als Zeugin heute wahrscheinlich gegen 21 Uhr bei Gericht aussagen. Das war ein bisschen knapp. Ich kann es versuchen, aber Mittagspause ist bei uns immer lang. Also Mittagspause kann bei uns manchmal auch einen Tag lang sein. Also das ist jeder, wie er möchte, ne? Ich vertraue Ihnen ja. Ja gut, ja, zur Not ist sie auch keine so allzu relevante Zeugin, also kriegen wir es auch ohne hin. Aber ihr habt den Richter eh nicht getroffen, wahrscheinlich verpennt er den Termin auch. Das passt schon. Ich gebe aber zur Not Bescheid, vielen Dank. So, die Herren, kommen Sie mal kurz mit hinten durch. Ist einfach ein bisschen ruhiger dann. Gehen wir einfach mal hier hinten hin. Okay, so sollte passen. Was kann ich für Sie tun? Ja, viel angenehmer. Viel besser, viel, viel besser. Wir haben uns überlegt, dass es vielleicht ganz nett wäre, wenn der Waffenladen mit der Polizei zusammenarbeitet und ich sag mal so ein paar Pakete schnürt, die dann natürlich viel, viel günstiger sind als der normale Pöbel. Das wäre erstmal unsere Idee. Wir haben jetzt so, ich sag mal, ein paar Skins für unsere Waffen, die eventuell dann auch recht gut mit dem Outfit der Polizei zusammen fungieren würden. Unter anderem hier diese Pistole. Ja. Sehr schön. Und dann hätten wir eine MP5. Auch schick, ja. Und wir hatten uns ja vorhin schon kurz getroffen, wir sind jetzt auch drauf und dran, relativ schnell und zeitnah alles mögliche an Rüstung herstellen zu können. Ja, Rüstungen wäre super, aber was ist der Vorteil, den Ihr Laden daraus zieht, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten und uns die Sachen günstiger verkaufen? Ja, der Vorteil ist, dass ihr natürlich größere Mengen wahrscheinlich abnehmen werdet als eine einzelne Person. Also wie viele Leute seid ihr hier? Momentan 8. Gegebenenfalls bald 9. Also, wenn man sagt, okay, ich sag mal, einmal pro Woche braucht ihr eine Ladung von 20 Sets, dann ist das für uns natürlich, ein ertragreiches Geschäft und daraus würden wir natürlich unseren Vorteil ziehen. Ja, also interessant wäre es auf jeden Fall schon. Konnten Sie sich mit Ihrem Laden in Ihrer Ecke da hinten durchsetzen gegen den anderen Waffenladen oder funktioniert das jetzt parallel? Also sind Sie sich einig geworden oder gibt es da Probleme? Wir sind uns nicht einig geworden, aber ich denke mal, dass unser Laden den besseren Ruf hat. Ja, sehr gut. Wir haben natürlich versucht, mit den Herrschaften zu reden, aber wir wollen natürlich auch eine friedliche Lösung haben, aber blocken total ab, also ist nichts machbar. Ja, verstehe ich. Die sind auch zu uns nicht so kooperativ gewesen. Wir mussten da auch viel durchsetzen. Es war nicht so einfach, deren Laden eine Etage tiefer machen zu lassen, damit der Blick auf ihr Haus wieder ein bisschen schöner ist. Das war auch schon umständlich. Vor allen Dingen bereue ich es halt sehr, da als wir hier angereist sind und ich unterwegs Autoteile gefunden habe, bin ich halt als netter Nachbar rübergegangen und habe denen die Autoteile geschenkt. Und so dankt man das dann halt ein, ne? Also das ist halt... Ja, deswegen, wenn wir da einen offiziellen, sag ich mal, Partner der Polizei haben, dann hilft das natürlich auch schon mal ungemein, ihren Laden da ins schöne Rampenlicht zu rücken. Also rein von Interesse ist für uns in erster Linie die Rüstung. Waffenmäßig sind wir für den Anfang auch ganz gut ausgestattet. Natürlich geht da noch ein bisschen mehr. Wir müssen sehr sparsam umgehen. Wäre natürlich dann ein bisschen praktischer, wenn wir da mit Ihnen kooperieren könnten. Bezüglich einer Rüstungslieferung würde ich mich gerne nochmal mit Ihnen zusammensetzen und dann nehmen wir da auch ein bisschen mehr ab.
Beziehungsweise könnten auch als offiziellen Kooperationspartner das Ganze ein bisschen seriöser aufstellen. Also ein Zertifikat für ihren Waffenladen hilft vielleicht auch den Leuten in der Nachbarschaft zu sagen, da wird man nicht über den Tisch gezogen. Ja, das können wir sehr gerne machen. Wir haben natürlich, also Sie können gerne auch nochmal vorbeikommen und sich den Laden generell mal anschauen. Sowieso, sehr gerne, ja. Der ist von der Sicherheitsstufe auch wirklich sehr gut ausgerüstet. Auch wenn bei uns jetzt zum Beispiel was passieren sollte. Wir sind gut gewappnet. Wir haben Alarmanlage drin und die Türen werden verriegelt, sodass die Personen, die uns ausrauben wollen, auch nicht abhauen können. Ja, das ist, klingt super. Ich werde mir auf jeden Fall noch vorher ein Bild machen. Ich muss das ja für mich auch, um mein Wort dafür zu geben, dass das bei Ihnen alles seriös ist, muss ich mir das natürlich auch selbst noch anschauen. Eine Sache, unabhängig jetzt davon, ich würde Sie bitten, in der Stadt nicht mit einem Raketenwerfer rumzulaufen. Das Militär sieht das bei uns nicht gerne. Wenn Sie es jetzt dabei haben, Sie haben es jetzt von mir gehört, aber wenn Sie nächstes Mal durch die Stadt gehen, bitte grundsätzlich ohne Raketenwerfer. Das könnte schnell ein falsches Bild liefern. Okay, ja, das ist kein Problem. Den Coca-Cola kannst du bannen, der hat letztens schon Mist gelabert. Das andere Thema hatten wir ja schon kurz angesprochen. Der andere Herr, mit dem ich das Ganze dann zusammen bauen sollte, ist wahrscheinlich jetzt nicht da, oder? Nein, wie gesagt, ich bin alleine gerade im Büro. Hatte ich ja gerade auch dem Staatsanwalt gesagt. Deswegen ist es gerade sowieso ein klein bisschen stressig. Ich habe vorne noch einen Künstler drin, der noch ein Geburtstagsgeschenk für Ex-Kommissar Balui zeichnet. Und die anderen Leute, die gerade online sind, sind gerade am Bau des Gefängnisses beschäftigt und deswegen muss ich kurz warten, bis wer anderes zurückkommt. Also ich kann Ihnen da gerade nicht weiterhelfen. Mit wem wollen Sie denn reden? Gippi, Kommissar Gippi. Ja, der wird heute nochmal ins... Ja, genau, der wird nochmal heute zurückkommen ins Präsidium, also der wird nicht die ganze Zeit weg sein. Soll ich ihm eine Nachricht hinterlassen? Wie lange sind Sie erreichbar? Ja, ich denke, ich bin relativ lange da und soll er sich einfach kurz bei mir melden, kann beim Waffenladen ja auch anrufen, die Telefonnummer ist ja eingespeichert. Wenn Sie Hilfe brauchen beim Bau des Gefängnisses, ich habe tatsächlich schon mal ein Gefängnis gebaut mit höchster Sicherheitsstufe, also auch, ich sag mal, automatisierte, alles automatisiert, was man automatisieren kann, was man sich so vorstellen kann. Da können Sie auch gerne Bescheid sagen. Vielen Dank für das Angebot. Die Kommissare, die gerade unterwegs sind, hatten sogar in dem Bereich eine kleine Fortbildung gemacht und kennen sich da ebenfalls bestens aus. Deswegen, ich glaube nicht, dass es da später einen Makel geben wird. Trotzdem, sollte es Probleme geben und ich kriege davon mit, sage ich Ihnen gerne Bescheid. Verwirrend. Alle verwirrend. Okay, vielen Dank. Alles klar, dann vielen Dank fürs gut, Vorbeikommen. Ich hoffe, das war auch für Sie zu Ihrer Zufriedenheit. Hier einfach weiter in die Richtung, wo ich ja, klar, natürlich. Dann bringe ich Sie mal kurz. Ja, eine Frage. Klar. Der Herr Balui hat ja heute Geburtstag. Korrekt, ja. Also morgen. Gestern mitbekommen. Genau. Und ich würde ihm gerne einen Revolver schenken, wo sein Name eingraviert ist. Oh, das ist aber nett. Oder darf er keine Waffe haben? Gut, dass Sie das ansprechen. Es gab schon den Munition raus. Ja, das machen wir meistens so. Also die Waffe, da würde sich tierisch drüber freuen. Wir nehmen meistens die Munition raus und packen vorne so eine Art Stöpsel packen wir da rein. Dann wird das noch ein klein bisschen modifiziert, dass es Geräusche abspielt, wenn der Abzug betätigt wird. Und dann, er merkt keinen Unterschied. Also er wird sich da tierisch drüber freuen. Also da steht nicht mein Geschäft, okay, sondern gut, dann mache ich den nachher besser. Ja, wunderbar, da wird er sich freuen. Vielen Dank übrigens auch. Ja, ich freue mich natürlich, wenn der Ex-Kommissar Balui so gut bei der Nachbarschaft ankommt, dass er hier sogar Geschenke bekommt. Ja, er ist auch sehr zuvorkommend. Ich habe ihn ja gestern schon ein bisschen kennengelernt und ist ein sehr netter. Ja, das ist er. Vielen Dank auf jeden Fall. Soll ich Sie kurz mit rausgeleiten? Hier ist leider viel los. Es tut mir super, super leid, dass hier so stressig ist. Dieser Insel ungefähr jedem so weit, wie ich selber scheißen kann. Deswegen, das würde ich tatsächlich noch nicht machen. Vielen Dank, Dejan. Super, herzlichen Dank. Ach so. Bis dahin. Machen Sie es gut. Damit wäre ich halt dann gern dabei. Ja. Selbst die Polizei vertraut mir und Sie nicht. Das ist ja. Guten Tag. Ja, das kann sie ja.
Dachchen, der Mann mit der Kette. Hier, das ist ein ganz netter, der Herr Dalukacht. Ne? So. Herr Dalukacht, ich hab schon das Bild fast fertig. Ach, so schnell. Ich empfehle mich dann mal. Ich komm dann später wieder, wa? Tschüss. Machen Sie es gut. Tschüssi. Ne? Rinjauen. So, vielleicht mache ich hier noch. Glaube ich. Ganz gut. Ja, ich glaube, es reicht. Das ist ja auch seriös fetzig. Das ist ja ein super schönes Bild. Also soll ich das nochmal malen, vorne auf das Große? Das wäre natürlich auch fantastisch, natürlich. Aber da würden wir schon gerne einen Polizeischriftzug in Ihrem Stil gerne haben. Ach so. Soll ich das Wort so schreiben, wie Sie das sich vielleicht vorstellen oder eher wie der Herr Balou? So wie ich mir und 99% der Bürger sich das vorstellen würden, ja. Also, gut. Also, das mache ich. Das wäre wirklich fantastisch. Also, das sieht super aus. Haben Sie das Bild schon sozusagen beschichtet, dass da nichts mehr passieren kann? Was? Achso, ich habe vorhin dran genießt. Zählt das? Scheint zu halten, ja. Sie sind der Künstler, Sie wissen, wie das funktioniert. Ach so, ja. Ich wollte eigentlich noch, dass er noch so einen Arm, so einen abgerissenen Arm im Maul hat, aber ich glaube, das funktioniert auch so. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich glaube, da wird er sich sehr drüber freuen. Super. Können Sie da noch einen Schrank davor rücken? Da wäre ich sehr verbunden. Ja, ich überlege schon die ganze Zeit, was ich davor packe, aber ich habe vielleicht schon eine Idee. Warten Sie. Können wir da nicht ein Pferd davor stellen? Nee. Verdammt. Wie heißt denn der? Ich glaube, kann jeder einen Fridge? Den muss man doch auch lernen, oder? Ja, den kann ich nicht. Ja, ich würde überlegen, ob ich einen Kühlschrank davor stellen werde. Den kann man dann ja jederzeit auf. Das ist gut, dann bleibt das auch frisch erstmal, nicht? Das wäre doof, ja. Wenn er das sieht heute Nacht. Nein, also. Dann ist da schon so Schimmel und Fliegen dran. Wir verhindern auf jeden Fall, dass er es sieht. Ich habe Angst, da dran zu gehen, weil es nicht mein Bild ist. Ich werde E gedrückt halten und dann Lock Edits, okay, oder? Gehe ich mal, ne? Alter, was mache ich denn hier? Also, so. Ich glaube, muss bei den Staatsanwalt, der war das schon lang. Ach, sagen Sie, ist hier in Kassow in der Nähe. Ich muss den obersten Gerichtshof, nämlich den in Kassow, auf den Hals setzen. Der schuldet mir noch 400 Scrap. Ich überlege, wo das in Kassow ist. Ich glaube, das ist in Richtung Südost. Ach so. Okay, ich mal, sind die nett? Kompetent? Ja, ich glaube, die machen das schon seriös, ja. Also da müssen sie Südost bis zur großen Kreuzung und dann gehen sie davon nach rechts. Ich bin schon wieder on stage, mal gucken, ich fern, wow. Und sehe auf Fieber. Ich sah ein krass Straftatbestand. Langsam tun mir die Ohren bluten. Der Nebel ist so dicht, ich habe jetzt gerade nichts gesehen. Ich hätte noch eine Frage. Wollen Sie das Bild vielleicht noch signieren? Was denn? Ach so, Sie sind ja ein schlauer Lümmel. Das habe ich ganz vergessen. Dann mache ich mal. Dafür müssen Sie die Beschichtung jetzt kann wieder ich abnehmen. Gar nicht mehr doch, 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 Sie können das auch. Also. Gehen Sie näher die dran. Beschichtung. Ja, ja. Jetzt können Sie wieder. Jetzt also, können Sie wieder. Ja. Ja, schade, dass das nicht versteht. Wieso kriege ich denn den. Schönen guten Tag. Hier ist Pirat Kacklack. Falls Sie Lust haben, Herr Kommissar, könnte ich Ihre, wie nennt man's, Ihr Gespür für Rätsel in Bauch nehmen. Das wäre super. Also hätte ich echt, ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Wie viel Zeit habe ich denn? Joel von Lantern, vielen Dank für die 3250 Bits. Dankeschön. Ich kann auch noch mal später vorbeikommen. Also es ist quasi wie ein Escape Room für 3 bis 4 Personen. Oh, da wären wir, also das würde ich sehr gerne machen. Ist der auch am Freitag geöffnet? Sollte auch am Freitag geöffnet sein, ja. Ja, das wäre super. Geben Sie mir eine Uhrzeit. Sagen wir Freitag 20 Uhr. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Ich weiß, das ärgert mich. Ich hab richtig Lust auf ihren Escape Room. Aber 20 Uhr ist. Was mit 18 Uhr? Das geht natürlich auch. Ja, das wäre super. Können Sie einen Zettel oder so im Briefkasten hinterlassen? Dann nehme ich 4 Leute mit, also ich nehme 3 Leute mit. Und dann machen wir das. Perfekt. Ich freue mich. Von Lanten? Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Dankeschön. Ist es von Lanten? Vielen Dank, Joel. Ich brauche einen Kühlschrank. Könnten Sie das lesen hier? Ich habe versucht, mit meiner Sauklaue das zu signieren. Kann man das lesen? Ja. Schag es. Das ist ja doof. Hallo. Super. Fuß. Was? Soll ich es wieder beschichten, ja? Aber lass. Können Sie machen, dass da nicht irgendwo so ein Otto dran hustet? Genau, ja. Genau das meine ich. So. Also gehe ich mal bei den Staatsanwalt noch was mal, dann mache ich aber nur ganz, das kacke ich nur so hin, ne? Da, aber hier, dann komme ich wieder und dann mache ich hier nochmal außen schön, ne? Also ja, das was wäre... Was hatten wir gesagt? Seriös fetzig, ne? Ja. Seriös fetziges so, Polizei. Was ist Ihnen lieber? Seriös fetzig oder fetzig seriös? Fetzig seriös, ja. Also, sehr gut. Gut, ne? Ja, ich bereite schon mal alles vor. Und ich gehe mal, ich bin... Ja, Sie können auf jeden Fall dran. Vielen Dank. Egon, du hast ja noch gar nicht gekackt. Ich will mal was zu essen. Mann! Was kann ich für Sie tun? Ach, hallo. Entschuldigen Sie bitte, ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt. Sagen Sie, ist die Polizei oder braucht die Polizeistation einen Handelspartner oder braucht ihr gerade irgendwas, was man ertauschen könnte? Ein Handelspartner? Es gibt bestimmt das eine oder andere, was wir gebrauchen können, aber spontan fällt mir nichts ein. Was wäre denn das, was Sie benötigen? Ja, kaltes, ehrliches Geld, ganz einfach. Zu welchen Konditionen? Nennen Sie mir mal den Preis, wenn ich eine AK haben wollen würde. Eine AK ist relativ schwierig zu bekommen. Deswegen würde der Preis natürlich auch steigen. Ich dachte jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin zu Ihnen, Mr. Hauptkommissar, Sir, auch mehr so an alltägliche Handelsgeschäfte und nicht militärische Versorgung. Dafür bin ich nicht gemacht. Sehr gut, sonst hätten sie nämlich auch eine Lizenz zum Verkauf benötigt. Was kostet mich ein Kühlschrank? Ein Kühlschrank, das kann ich Ihnen gleich sagen. Hi. Also, ich müsste den Kühlschrank erstmal prototypisieren, weil hier natürlich Kühlversorgung noch nicht erfunden worden ist. Abgesehen davon, wenn der erste Prototyp steht, wird es nicht sehr teuer werden. Ungefähr 20 Scrap, denke ich. Also wenn Sie mir innerhalb der nächsten Stunde einen Kühlschrank bringen, gebe ich Ihnen 25 Scrap. 25 Scrap für einen Kühlschrank. Okay. Innerhalb der nächsten 60 Minuten. Das Timing ist wichtig. Ja, 10 kann ich auch. Bis gleich. Er soll halt 25 Scrap dafür kriegen. Ist doch lustig. Komm. Soll er halt. Warum nicht? Irgendwo draufdrücken und eine Zahl eingeben, aber das geht nicht. Mach ich wieder so. Vielen Dank, der Nick, für 10 Euro. Danke für die netten Worte. Vielen Dank für euren Support. Ja.
Bin ich noch in 60 Sekunden? Hier. Perfekt. Vielen Dank. Wunderbar. Das passt ja grandios. Dankeschön. Grüß dich. Danke auch Ihnen fürs Geschäft und ich hoffe, wir können in Zukunft weitere Handelsgeschäfte tätigen. Falls Sie was brauchen, kommen Sie vorbei. So machen wir's. Dankeschön. Louis sieht's ja nicht. Das geht, ne? Kann man auch nicht. Doch, kann man. Sehr gut. Balui sieht's ja nicht. Also Balui wird ja nicht hingehen. Balui wird. Also wenn jetzt noch das Licht aus ist oder so. Gar nicht, oder? Er soll halt nicht hingehen. Also, was heißt er soll? Er wird nicht hingehen. Ja, wie gesagt, Leute, Balui wird nicht hingehen. Wir erklären ihm das, wer dann da. Also, wer. Ja, komm, da achtest du nicht drauf. Stück vor. Warum habe ich noch ein Doorlock? Ja, jetzt kannst du runter. Wenn. Oh shit. Ja, Vorsicht jetzt. Nee. Ja. Und stopp. Ich bin wieder weg. Wohin geht der? Oh Gott, das ist ein bisschen steil. Wohin gehst du? Ich muss kurz schauen. Nee, sag mal ehrlich, du musst mich später noch zum Bandit Camp fliegen. Ich versuche zu landen. Ach du Scheiße. Der hab ich jetzt zweimal verarscht. Der hat mich zweimal verarscht. Ich habe zweimal Steuerung gedrückt, als er auf dem Boden war, und beide Male ist er wieder hochgeflogen. Wir haben telefonieren. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Telefonier doch mal leiser, du Otto. Wir hören das alle. Echt, du Otto.
Ich komm euch da gleich raus, ihr Ottos. Ich komm rein, Moment. Nee, Tür ist schon zu, tut mir leid. Hallo. Warum lauscht ihr mich? Ich glaub nicht, noch nicht. Wer sind sie denn? Warum fahren die Kerze auf? Ich wollte mit dem Käsemaus nicht sprechen. Die Kerze der Wahrheit. Was ist? Der Käsemaus hier, die ist gerade leider nicht da. Vielleicht kann ich ihm weiterhelfen. Nein! Ich muss da mit meiner Frau Herbert sprechen. Frau Harry, also ich kann noch nicht mit ihm sprechen, tut mir leid. Da, du? Ja? Achso, so einer bist du. Okay, ich was wolltest du? Gibt noch Probleme. Um 21 Uhr kommt hier ein großes Problem hin. Wer denn? Er sagt, er hat die ganze Zeit mit dir geredet. Und zwar Ronny oder Rudolf oder so. Oh nein. Ja, ich weiß genau. Der hat heute Polizeitraining. Mit Schießen. Der hat heute ein Praktikum, hat er. Ja, der hat ein Praktikum. Mit Schießen. Ja. Ja, guten Tag. Hallo. Guten Tag. Herr Kommissar, könnten Sie vielleicht Ihre Kopflampe ausmachen? Sie strahlen mir in meine riesigen Augen. Vielen Dank. Ich habe noch gar nicht. Alles gut. Ja, wow. Ja, ja. Leute, ich weiß, dass er Randy heißt. Die Kerze der Wahrheit gleichzeitig. Guten Tag, Herr Oberkommissar. Schönen guten Tag. Ich wollte mal Folgendes fragen. Ist der genervt, der Kollege? Nee. Der ist immer so. Achso, der ist immer so. Okay. Also, passen Sie auf. Der Lachsmann, baue einen großen Fischverkauf auf und wollte fragen, ob die Polizei vielleicht daran interessiert ist, Fisch zu kaufen für, naja, ich guck gerade nach Garagentüren. Oder für Sie vielleicht auch. Ich könnte Sie da regelmäßig versorgen. Ja. Chef? Ja? Wäre ich gar nicht so schlecht für die Gefangenen, oder? Ich hab nicht zugehört, ich bin gerade hier in den Dokumenten. Erzählen Sie nochmal. Ja, frischer Fisch. Achso, der Herr, wie heißen Sie nochmal? Lachsmann. Der Herr Lachsmann bietet uns an, für die etwaigen Gefangenen, die wir bald haben werden, frischen Fisch zu besorgen. Ja, für die Gefangenen kein frischen Kooperation. Fisch. Wie nicht? Für die nur nee, die Gretigen. Dann? Für sie ja, den aber guten Fisch halt. Für die anderen die Gretigen. Ja. Was kostet uns das? Also Fisch zu besorgen. Was kostet uns das denn, Herr Lachsmann? Also, darüber können wir nochmal reden. Das kommt auf die Größenordnung an. Ich würde Ihnen dann so einen Pauschalpreis machen für die gleiche Gruppengrößenordnung. Sie müssten nur sagen, wie viel Fisch Sie haben wollen. Ja, okay. Aber wir müssen dann einmal kurz durchgehen halt. Also wir müssen dann einmal kalkulieren. Machen Sie das, ich komme später dann wieder. Dann können wir dann Bescheid sagen. Grundsätzlich haben wir da Interesse. Klar. Ja, ich komme dann später wieder. Ja? Alles klar. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen schönen Tag. Wie war Ihr Name? General, Kommissar Gippi. Ich darf niemanden verlassen hier, doch, unglaublich. Aber warte mal. Aber pass auf! Die kenne ich doch, oder? Aua! Passt ja. Du doch auf, ich laufe gerade auf der Straße rum. Die kommen mir bekannt vor. Das ist Straße. Hallo, ja, schreit doch mal hier nicht so rum, was soll das denn? Hallo, Ruhe wir wollen uns gerade unterhalten. Wie Ruhe da drin? Was? Polizei hier. Ja, und? Dann helfen Sie doch mal hier. Der Mann rennt auf der Straße rum und pöbelt uns an, dass wir mit unserem Gefährt. Ja, da bin ich aber mal gespannt, wie das wohl läuft. Ja, dann erstelle mal deine Anzeige. Komm. Ja, auf der Straße. Komm mal mit hier. Ja. Wo war das? Können Sie am besten gleich da behalten. Offensichtlich stark alkoholisiert. Lassen Sie gleich mal pusten, den Kameraden hier. Erschießen Sie die Lümmel einfach mal direkt hier. Das ist, glaube ich, auch der vorhin so laut die Musik gemacht hat. Was? Was ist denn los hier? Es gibt keine richtig schönen Garagentore. Pass mal auf, du Lümmel. Ich lass dich nochmal davon kommen. Ne? Ich geh einfach weg und fahr mich nicht mehr platt, dann sind wir quitt. So, tschüss. Werd dir gleich mal Lümmel. Ich muss jetzt hier weiterarbeiten bei meinen Freunden vor der Polizei. So, jetzt hau ab. Was ist Ihr Freund hier? Also mit Ihrem Pferd mal weiter. So, jetzt hau ab. Nee, ernsthaft jetzt? Ja. So. Jeden der Freund natürlich.
Ja, für mich jetzt aber hier nicht, oder was? Er pöbelt mich hier an und meckert mich voll. Eddie, wenn Sie, na, schauen Sie doch mal, wenn Sie durch eine Stadt laufen, mit Ihrem Pferd sprinten und dort Passanten auf der Straße sind, dann brauchen Sie sich nicht wundern, dass Sie angemalt werden, ne? Eddie, gucken Sie mal. Moment mal, also, nur damit ich es richtig verstehe, die Straße ist jetzt neuerdings für Fußgänger gemacht, oder was? Nee, aber auch für Fußgänger. Die sind ganz normal geritten. Die sind viel zu schnell gelaufen. Aber das ist... Herr Eddie... Gucken Sie mal, die Polizei hat euch drin unterhalten. Sie mal kurz Vetternwirtschaft hier, das ist ja unfassbar. Gucken Sie mal an der Tür da oben, gucken Sie mal. Kurz. Ja, so, gut, dass ich nicht Otto heiße, aber wir haben gerade nochmal Glück gehabt. Einfach nur, damit es nicht so laut ist. Yep. Was machen Sie hier vor der Polizeistation? Mich verstecken. Vor wem? Von meiner Familie. Die haben mich einfach abgefackelt und meinten, ich werde damit wieder zu einer Hexe. Die sind Monster, die sind verrückt. Und was ist passiert? Sie sind zum Marienkäfer geworden. Mit Bienenschuhen. Ich... Ja, ja, ich sammle Sachen. Kleine, runde Dinge und stelle sie aus in meiner süßen kleinen Halle, damit sie Menschen glücklich machen. Das klingt auf jeden Fall sehr... Ja, vielen Dank, das klingt sehr nett. Da bin ich Ihnen auch sehr dankbar. Eine Sache, weshalb ich Sie jetzt kurz hier reingeholt hatte, kleiner Sicherheitshinweis. Das, was Sie auf dem Rücken haben, sieht zwar sehr freundlich aus, weil es halt weihnachtlich dekoriert ist, aber wenn Sie in der Stadt unterwegs sind, würde ich Sie darum bitten, keinen Raketenwerfer auf dem Rücken zu tragen. Es könnte sein, dass das Militär das Ganze als direkten Angriff wahrnimmt. Bitte keinen Raketenwerfer in der Stadt. Oh, das möchte ich natürlich nicht. Ich dachte, es wäre... Schön, eine Zuckerstange mit rumzutragen. Ja, aber man sieht ja, also das geschulte Auge sieht ja direkt, dass das mehr ist, ja, als eine Zuckerstange. Das ist okay. Ich würde niemals Menschen wehtun. Nein, nein. Okay. Ich wollte, wenn irgendwas ist, kommen Sie natürlich gerne zur Polizei, wenn Sie Hilfe brauchen. Ich wollte Sie nur kurz jetzt... Ja, natürlich. Oh, wo geht's hier raus? Ja, ist richtig, genau. Oh. Und danke, dass Sie mich zu einem besseren Menschen gemacht haben. Haben Sie einen schönen Tag. Das ist ein Staatsanwaltsbüro. Das ist kein Stripclub. Ach so. Habe ich gerade durcheinander gebracht, wieder gut. Ja. Kann ich zu mal sprechen, hinten ja, also ja. Im Top Secret Bereich? Was passiert? So. Also gestern, das habe ich noch gar nicht erzählt, weil ich noch gar nicht dazu kam. Gestern habe ich die Verkabelung gemacht, der Aufzüge. Dann kam der Herr Ronny und hat sich, also die haben mich nach draußen gelockt. Oder die haben draußen gegenüber was gemacht, bei der Frau Mauki, bei Herrin Mauki. Dann bin ich rübergelaufen. Mods, passt mal auf den Brex aus, ob ihr den nicht bannen müsst. Und sich beschwert hatte. Dann ist in der Zeit Ronny durchs Fenster eingestiegen und stand bei uns im Cupboard. Und ja, dann hat sich das aber so ergeben und ich wollte ihn da jetzt nicht unnötig Stress machen. Er hat dann gesagt, er würde gern Praktikum machen und hat sich halt schon mal reingestellt, um ja, das Praktikum zu machen. Ich habe ihm das dann quasi unterzeichnet für den gestrigen Tag. Das ganze Praktikum soll 3 Tage gehen. Hat er was mitgenommen? Also hat er wem beklaut, der beim Cupboard geschlafen hat? Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gefunden. Also da war jemand drin, der hatte Scrap. Das Scrap war aber noch drin nachher. Ich weiß nicht, ob ich ihn dabei erwischt habe, dass er quasi gerade jemanden was geklaut hat oder nicht. Aber sonst, also ja. Ich habe ihn quasi nur dazu gebracht, dass er wiederkommt, damit wir uns ihn nochmal anschauen können. Das Ding ist, der ist aus der Gruppe um E8 und E8 ist bekannt für seine Drogengeschichte. Das heißt, ich versuche jetzt gerade, den Feind eher zu uns zu holen, damit wir den kennenlernen können. Ja, der war gestern Abend nochmal hier, als sie nicht da waren und hat mich genervt. Ja. Dann habe ich ihn auf heute vertagt, dass er heute wiederkommen soll. Schön. Dann war er gerade auch schon wieder hier, wo sie nicht da waren. Er kommt um 21 Uhr. Und wissen Sie warum? Um 21 Uhr mache ich Mittagspause. Kommen Sie dann wieder danach? Das überlege ich mir noch. Dann kommen Sie mal kurz mit. Kommissar Balui hat ja Geburtstag und wir haben was Schönes vorbereitet. Von seinem Abenteuer mit Chagas gestern. Der hat hier...
Der hat was gezeichnet. Geil. Das cool. Ist ein Geburtstagsgeschenk für Balui. Das müssen wir aber gut verstecken bis dahin. Er darf das nicht sehen. Also wenn sie sehen, dass der Herr Balui mal wieder wach ist, dann schauen sie, dass er hier nicht hingeht. Weil man kann es nur sehr schwer verstecken. Ja, ich verstehe. Kann man da nicht noch eine Topflanze oben drauf stellen? Ja, das könnte sogar gehen, Jan. Also na, das geht schon. Sie haben das ganz fein gemacht mit dem Kühlschrank. Sie sind aber auch ein kräftiges Büschchen hier, wie sie den Kühlschrank hier und der wuppen. Da bin ich ganz beeindruckt. Ja, danke, danke. Oh, ich geh mal weiter Mühe. Mal. Tschüss, ne? Tschüss. Jo. Naja, auf jeden Fall. Ich bin ja noch vor der Tür, gesagt, ne? Das war ja so ein. Ja. Ich bin sehr gespannt. So. Der Herr Schagges macht unser Polizeischild, falls du das nicht mitbekommen hast, Kommissar Gippi. Das hab ich gehört, ja, stand ich eben daneben. Ist schon fast fertig, ne? Oh nein, das wird nichts, oder? Aber schon, ne? Seriös fetzig. Wie viel? Ja, das fetzig kommt noch. Das ist der seriöse Bart bisher erst. 20. Ja, habe ich oben. Andere Sache kurz. Brauchst du das jetzt? Wo willst du hin? Was macht ihr? Ich möchte kurz eben ein paar Sachen fertig machen. Ich versuche jetzt ein paar Kuh dann für den aufzubauen, damit der ein bisschen ballern kann. Ja, Moment. Also ganz kurz, dann hilf mir bitte erstmal. Ich brauche noch ein Garagentor, glaube ich. Was machen wir mit dem Eingang? Welchen? Ja, Haupteingang. Ja, aber haben wir dafür ein schönes Design? Das ist gar nicht so einfach. Ich hatte ein Design, was ganz okay war. Das ist, wo ich die eine... Vielen Dank für die ganzen Donations. Ich bedanke mich gleich noch. Das ist so eine... Ja, so eine... Mit so einem Pfeil drauf. Kann ich jetzt doch das Tor nicht nehmen? Sagen Sie, ich habe mal eine Frage. Ja. Ja, fragen Sie mal, Herr Schmidt. Sind Sie offiziell, ist der Titel hier RRPD? Ist das richtig? Nur RPD. Rust Police Department. Was? Also. RPD, okay. Gut. Herr Kommissar. Ja. Ich wollte Ihnen noch sagen, bitte essen Sie die Kartoffeln nicht. Das ist ein Glücksbringer. Und wenn Sie das Glück essen, dann ist das Glück weg und all die Freude. Und dann werden sie traurig. Deswegen bitte, bitte essen sie die schöne Kartoffel nicht, okay? Okay, ich habe die Kartoffel sogar noch. Das ist sehr nett von Ihnen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ja, vielen Dank. Ich tausche gerade die... Haben Sie RPD gesagt? Ja, genau. Aber muss das nicht RPPD heißen? Warum? Ratsplatz. Police Department. Ratsplatz Police Department. Ah, wenn Sie das so sehen wollen, wäre das in dem Fall korrekt, aber wir nehmen Rustplatz als ein Wort. Aber das ist auch eine sehr gute Idee. Wir sind im Telefonbuch schon eingetragen und die Verwaltung ändert das Telefonbuch nur alle x Jahre. Wir können aber auch... Ach so. Ja. Habe ich nicht gewusst, ne? Ja. Also RPD... Also echt, mach mal, ne? Perfekt. Wie findest du die Tore, Gippi? Finde ich cool. Guck mal, ich habe vorne Haupteingang, mache ich jetzt nochmal das Tor rein, was der gedacht hatte. Guck mal. Ja, die habe ich mir gedacht. Also die habe ich mir schon gedacht, dass du das nimmst. Passt, oder? Ist okay. Ja, jetzt sieht's aus wie ein Smiley. Ist das gut oder schlecht? Ist das kacke. Ja, ist aber... Das sieht halt einladend aus. Ist halt freundlich. Wir sind halt freundlich. Oh, was bei dem Garagentor aber ganz geil ist,
Du kannst sogar durchgucken. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist nur ein Design. Guck. Ja. Das geht bei den anderen auch. Das ist eigentlich ganz cool. Bei dem blauen. Finde ich auch. So, ich muss jetzt oben kurz mein seriöses Garagentor anbringen. Du kannst es dir auch gern angucken. Mach hinter mir gerne zu. Ich brauche auf jeden Fall noch dann Scrap. Ja, genau. Das kannst du dir auch oben abholen. Was haben wir denn so als gängiges Garagentor für die Gang? Mach mal hier ein Garagentor für Innerhaus. Ich habe das in den Ding ins Table reingetan. Du musst es nur designen. Für im Haus. Haben wir da was? Ich hab da. Wo denn? Warum geht das Tor auf und der Lift kommt nicht runter? Komm mit hoch. Hast du hier übrigens hier hinten die Knöpfe, wenn man die nutzt? Ist doch egal. Erstmal, was sagst du? die habe ich auch gerade hier. Die habe ich auch gebaut. Was? Die sind aber nur für den Chef. Ja, komm, für den Chef. Hallo? Okay, Mann. Ja, dann packen wir die hier auch rein. So, gib mir jetzt, stell ich mal hier hin. Kurz Test. Komm mal her. Stell ich mal hier hin. So, ihr sitzt jetzt alle da. Wartet auf mich. Ja, ich komme ja natürlich als letztes rein. Stell dir vor, die Nebelmaschine ist jetzt schon an. Und wenn ich das Tor so aufmache, ja, kommt der Nebel zuerst rein. Mit dem Scheinwerfer. Ja, mit einem Scheinwerfer hinter mir auch und dann schönen guten Tag. Und dann, ja, das ist ja der Plan. Ja. Finde ich gut. Ja, ja, Scheinwerfer und Nebelmaschine muss hier noch in den Gang. Ja, scheiß auf FPS eigentlich. Hallo? Also eine Nebelgranate wäre. Nee, das macht man nicht. Ey, 20 Scrap willst du noch? Ja, gib mal. Das ist auch ein Witz. Ich geb dir gestern 400 und muss jetzt um 20 Scrap battlen. Moment, aber die 400, dafür haben wir einen Heli gekriegt. Die 400, die hast du nicht mal selber. Den Heli hast du dafür nicht selber. Haben wir einen Heli gekriegt. Ach, wenn du hier reingehst, kannst du hier oben auf den Knopf drücken. Ja, tschüss. Und dann geht hier auch das Tor automatisch auf. Was ist denn hoch und was ist runter? Kommissar Gibby, ich glaube, der Knopf hier ist kaputt. Ja, da ist kein Strom mehr drauf. Da hat wohl wer rumgefummelt. Okay. Herr Dalukat, haben Sie da vielleicht rumgefummelt? Nein, tschüss. Hab ich nicht. Sicher? Hab ich wirklich nicht. Sagen Sie, wo sind denn jetzt alle hin? Wir sind noch hier, wir sind noch hier. Was, wie bitte? Ach so. Was? Wie haben Sie uns genannt? Die Herren Polizeibeamte sind, hatte ich gefragt. Okay, ja. Was? Kommen Sie mal, ich habe hier so eine Idee mal skizziert, was so ein bisschen verbildlichen soll. Die Seriosität und diese Fetzigkeit. Wenn Sie mir eine Sekunde geben. Das ist so eine Skizze. Ja. Ist rum die Sekunde. Bin schon da. Also so. So was in die Richtung. Ja, das ist oben sehr seriös und ja. Oben fetzig. Und ja, oben seriös und fetzig. Das stimmt. Ich find's. Ja. Perfekt. Also ich find's sehr gut, ja. Super, ich mach mal weiter, ne? Ja, wenn. Ja, da will ich mich ja gar nicht spoilern. Ja, da freue ich mich ja schon.
Das war ja, nur... Ich muss mir die Sicherung nachher nochmal anschauen, da wird rumgekommen. Ja, könnte Lennart gewesen sein, also ich weiß deswegen nicht. Ich hab den Fehler gefunden in meiner Idee, warum sich das nie ausging. Und zwar, weil hier noch der Vorraum ist. Ich bin wahrscheinlich erst hier im richtigen Raum. Moment, was machst du gerade? Ich hab's so Futtertrögen. Ja, dann da in die Garage halt. Da wo die Pferde halt reingehen. Einfach rein, ja? Ja, nein, also nicht ganz ein. Als Abgrenzung. Wie geht denn das Kabel immer wieder in die Luft? Als Abgrenzung, oder was? Ja, da, also. Warte, ich komm sofort runter. Ne, das geht auch nicht, weil die draußen, die müssen. Ne, da ging's. Ja, aber genau. Ja, genau. Genau so hätte ich es auch gedacht, ja. Oh, geil. Was ist doch gar nicht schlecht, oder? Ja doch, aber ich habe mal was so gemacht, wie du dir vorgestellt hast. Also stimmt ja, der sehen sich gar nicht, dass das nicht immer so ist. Hallo. Hallo. Mit den Herren, ich habe eine ganz kurze Frage. Ja. Ah, ja, nein, sehr gut. Herr Balou hat doch heute Geburtstag. Ich wollte nur noch mal fragen, ob die Geburtstagsfeier steigt. Balou, wann war das? Ja, um 0 Uhr, denke ich. Ich bin da leider nicht, bin da nicht perfekt eingeweiht worden. Also, mir hat er gesagt, dass das ab 23 Uhr losgehen tut. Ja, ab 23 Uhr wahrscheinlich. Oh, 23. Ja, da hat er gesagt, da kommt das Koks und die Nutten geliefert. Ja, das klingt nach Balui. Dann wird das stimmen. Ich dachte, es gibt nur ein bisschen Kuchen und Kaffee. Kuchen, Koks ist doch alles das Gleiche. Das war das Codewort dafür. Oh. Naja, ich besorge ein schönes Geschenk für Herrn Balui. Vielen Dank, die Herren. Wir sehen uns später. Oh. Würde sich aber freuen. Echt, so 1000 Pferde her. Ich vergesse die Ecken immer. Jede Ecke nach unten einzeln. Zack, zack. Jetzt eigentlich Garagentore als Eingang. Ja. Naja, Doppeltüren sind wirklich hässlich. Lampen leuchten nicht, oder? Wieso laufen jetzt die Lampen nicht? Ist es wirklich nur zu wenig Saft?
Ja, das Telefon steht erstmal. Also ich glaube, bei einem Rächer hat das geklappt. Wenn der Rächer telefoniert hat, hatten die Lampen geleuchtet in Season 1. Ja auch, schönen guten Tag. Was gibt's Neues? Ach, Herr Hauptkommissar, Sie haben ja wohl zu viel abgesoffen. Ich wollte gucken, ob meine Lampen funktionieren, aber das klappt nicht. Wieso geht das nicht, Gippi? Mach mal hier Strom. Ja, ich komme gleich. Danke. Ich hab Besuch. Hallo? Das hat geklappt? Hallo, Mr. Gippi, Sir. Nein, das heißt ich ja. Ich war vorhin schon einmal hier und Hauptkommissar war da. Und ich wollte mich nach, nach Stand der Anzeige von gestern erkundigen. Ja, können Sie noch mal kurz sagen, welche Anzeige das war? Die gegen die Frau Schlachtzen, weil sie mich verbrannt hat und dann vor dem Polizeirevier nochmal abgestochen hat. Ach ja. Genau, die Anzeige wird an den Staatsanwalt weitergeben, der wird sich dann bei Ihnen melden. Okay, der hat mir nämlich gesagt, er hat noch nichts auf dem Tisch gehabt und ohne genau, ihm Böswillen vorschreiben zu wollen. Ach so, okay, also gab es da mehrere Beschwerden, denke ich, oder? Ja, genau. Okay, sehr wahrscheinlich ich mir schon. Zu einer Sammelknarre gekommen. Okay, dann danke geil. Sehr für die Auskunft, Mr. Gippi, Sir. Gerne. Ah, ist gut, passt. Na, perfekt. Ja, ich mach kurz die Tür zu, dann können wir oben... Ja, wenn wir angerufen werden, teste ich gleich. Sag mal, was ist denn das für komische Polizei hier, bitte? Ja, ich reite mit meinem Pferd auf der Straße, sogar auf der korrekten Seite. Irgend so ein Auto kommt mir entgegengewackelt mitten auf der Straße, pöbelt mich voll. Will mich bei der Polizei anzeigen und weil die sich kennen, sagen die, das ist mein Problem. Jetzt lügen sie mal nicht den Staatsanwalt an. Sie sind zu schnell geritten und hatten kein Licht an. Bin ich überhaupt nicht, dann zeig mir mal das Blitzerfoto. Pflicht am Pferd oder was? Sie sind nachts über die Straße geritten, wo ein Passant über die Straße gegangen ist. Es war nicht Tag, es war tiefste Nacht. Lassen Sie mal den Hauptkommissar. Vielleicht die falsche. Was? Vielleicht nehmen Sie mal die Brille ab, da sieht ja alles aus wie Nacht. Sagen Sie mir mit Ihrer Sonnenbrille oder wie? Ja. Der Mann hat sich doch nur da nett beschwert. Ich verstehe nicht, warum der. Sie haben ihn da fast nett beschwert, sieht aber anders aus. Sie haben ihn da fast und beleidigt, mir mit einer Anzeige gedroht wegen nichts und wieder nichts. Sie hätten ihn fast über den Haufen gerannt. Man muss doch nicht als Passant, also komm jetzt mal ganz ehrlich, Frau, Herr und Frau Polizei hier, man muss nicht als Passant so über die Straße laufen, mitten drauf hier, das ist völliger Unsinn. Ich habe das ja beobachtet, er hat hier gearbeitet an dem Bild des Staatsanwaltes, ist dann links, rechts schauend über die Straße gerannt und dann kamen Sie hier mit Ihrem Pferd im vollen Galopp angeritten bei Nacht und hätten ihn fast über den Haufen. Nee. Er kam mir auf der Straße entgegen. Er kam mir auf der Straße entgegen. Du hast meinen Schildermensch fast überrannt, überritten. Und der hat sich natürlich dann hier kurz beschwert. Er rennt aber nicht über die Straße und guckt sich um, sondern er läuft hier. So ist er gelaufen. Ja, ist auch nicht mehr aber der Jüngste. Aber 100% auf der Straße. Ja, aber dann muss er mich doch nicht anpöbeln. Dann sagt man, Entschuldigung, alles ist gut. Ne? Ja, dann ist das doch dabei. Das ist keine Anzeige, oder? Da hat niemand wen angezeigt. Das hat er nur daher gesagt. Hier ist nichts passiert. Das hat sich ein bisschen hochgeschaukelt. Ja, aber man muss ja nicht mit seinen Polizeikollegen flexen, wenn man sich so daneben benimmt. Da kann man auch normal reden. Aber das war beide hätten sich entschuldigen können. Das erste, was er gemacht hat, war mich sofort anzupöbeln. Ja, das ist richtig, aber ich hatte ja nicht mal eine Gelegenheit dazu, wurde sofort angepöbelt. Ja, aber das kann man doch jetzt ja auch mal hier zur Seite legen. Das ist doch jetzt hier nichts Halbes und nichts Ganzes.
Der Mann macht ja auch nur seine Arbeit. Also, der Mann. Ja, das ist ja richtig, aber wenn die erste Kontakte, die ich mit euch Polizisten habe, das ist es natürlich nicht so schön. Der Eddie ist doch ein lieber Mensch. Ja, natürlich, aber auch der Herr Schagel ist so doll am Wein. Ich habe hier ein Taschentuch für dich. So, ich arbeite mal weiter. Das ist schon frech. Ich glaube, das hat sich einfach hochgeschaukelt. Ja. Der ist ein Netter, du bist ein Netter. Ist doch alles gut. So nett war der jetzt nicht vorhin. Ja, das mit dem Taschentuch kann man jetzt auch sehen. Das kann man jetzt auch interpretieren. War das jetzt nett oder war das jetzt... Vielleicht, das ist halt... Ja, das hat sich nur ein bisschen hochgeschaukelt, denke ich. Aber der ist doch vors Fertigrand. Ja, ist er ja auch. Schauspieler! Ich glaube, dass er mit Absicht da vors Pferd rennt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, doch, ich war dabei. Ich saß in einer Tour doch jetzt schon wieder mit seinem dritte Klasse Taschentuchwitz hier. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass ihr euren Kollegen verteidigt, aber dann müssen wir mal ein bisschen im Griff haben hier. Was, was wirft denn das für ein Licht auf euch? Der zeichnet hier doch nur in der Stadt und wurde halt fast. Unser Ex-Kommissar ist gerade aufgewacht. Ich weiß nicht, ob sie den lauten letzten Schnarcher gehört haben. Da muss ich einmal kurz hin, weil das ist sehr wichtig. Wie gesagt, Eddie, ich glaube, der meint das nicht so. Ja, das ist einfach ein großes Missverständnis hier. Der Staatsanwalt ist ja auch dabei. Es ging ja auch um sein Schild an der... Nein. Also, er meint das nicht so. Und ja, wir haben... Ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung von beiden Parteien. Entschuldigen Sie die Umstände. Moment, ist das der Schild, Heini, oder was? Das ist der Schild, Mensch, ja. Ey, den habe ich gesucht. Ey, Herr Schild, Mensch. Der arbeitet gerade... Was ist denn? Der kriegt keinen Auftrag, Opa, kannst du vergessen. Na, vielleicht können wir so ein bisschen kriegen. Lassen. Bruder, hallo. Danke für den Durchblick. Ja, vielleicht können wir ja die Wogen ein bisschen kletten. Pass auf, ich brauche ein Schild. Die ist explodiert. Du malst uns ein Schild. Ich geb dir ein paar Taler. Du sagst Entschuldigung zu meinem Enkel Eddie, hebst dein Taschentuch auf und wir sind alle glücklich und du hast Kohle. Wer? Was? Was seid ihr denn für ein Laden? Der Musikladen! Achtung! Ex-Kommissar Balui! Ex-Kommissar Balui, kommen Sie mit! Ja! Hab ich verschlafen? Ja, ist nicht schlimm. Oh, was? Oh, Entschuldigung! Hey, ich bin immer so müde morgens. Kommen Sie mit. Ja. Komm, Queenen. Ich zeige Ihnen unseren neuen Konferenzraum. Und ja, ist der Spaß. Was? Oh, aua. Nee, das ist. Das hat noch zwei. Das war Treppen. Sie wissen, dass ich mit Treppen nicht so viel hab, ne? Das sind Rolltreppen. Also, oh ja, okay. Da muss ich erst mal beruhigen, oder? Was ist hier? Was ist das denn? Das ist mein Büro. Ach, Sie haben ein Büro? Das ist ja toll. Ui. Das ist unser Konferenzraum. Ui, ist das toll, bisschen weg von der Straße, damit wir in Ruhe reden können. Ah, ist das hier für meinen Geburtstag? Feiern wir hier? Nee, hier hinten feiern wir nicht, aber es geht um Ihren Geburtstag. Wann steigt die Party und was haben Sie geplant? Heute gar nichts geplant. Ich habe aber alle Leute hier eingeladen. Ich denke, die kommen so um 11, halb 12, so in dem Dreh, wenn ich das... Ja. Okay. So ungefähr. Aber ist nichts geplant. Ich glaube, der wie heißt der? Der Becher hier, der Becher von den Motzens, der will vielleicht was singen und vielleicht singe ich auch was und ja, sonst halt sehr improvisiert heute Abend. Okay, Balui. Und du hast sie wahrscheinlich unten in unseren Empfangsraum eingeladen, richtig? Also in die Halle. Ja. Okay. Ja, haben Sie ja gesagt, ich darf die hier einladen. Ja, aber nur in die Eingangshalle, richtig? Nicht in den Backstage-Bereich. Nee, wir haben ja gar nichts Spezielles ausgemacht. Okay. Wenn da unten genug Platz ist, können da ja alle hin. Genau, und jetzt musst du mir zuhören. Im Eingangsbereich gibt es etwas, was du noch nicht sehen darfst.
Du musst also, bis das Ganze revealed wird, den Eingangsbereich so weit meiden, und wenn du rein musst, weil die Gäste kommen, dann versuch dich nicht umzuschauen. Ist das möglich? Ja, ich kann ja die Leute draußen empfangen. Wann darf ich denn dann reinkommen? Ist das eine Überraschungsfeier? Weiß ich gar nichts von der Feier. Ist das eine Überraschungsfeier für mich? Die Feier ist keine Überraschung. Du hast ja alle eingeladen, ja? Aber... Ah ja, stimmt. Ich hab ja die Leute, ja, ja vielleicht überraschend für die. Aber... Nee, auch, nee. Aber vielleicht ja. Ist schon etwas in dem Raum, was du noch nicht sehen dürftest. Und deswegen warte einfach, bis du darauf angesprochen wirst von jemand anderem. Oh, ich gehe dann erst da rein, wenn mich jemand rein... Wir brauchen da unten aber ein Klavier oder sowas. Ein Klavier, ja. Dann, ich habe ab 21... Ich kann eins besorgen, da gibt es so einen Laden, der verkauft die. Ja, vielleicht kannst du das machen, ja. Aber vielleicht schenkt der Laden dir das auch zum Geburtstag, oder nicht? Ja, aber dann habe ich das ja erst morgen, oder? Weil ich habe ja heute gar nicht Geburtstag, sondern erst morgen. Ja, aber vielleicht schenkt es dir ja auch für die Geburtstagsfeier schon heute. Ja, ich könnte mal fragen, da haben sie recht. Das, also, Kommissar Balui, ich weiß nicht, wie das damals war, als die Polizeimarke noch schwarz-weiß war und sie anstatt Polizeiautos ein paar Dinos geritten haben. Wir versuchen als Polizei so viel wie möglich umsonst zu bekommen. Das ist das A und O, eigentlich eins der obersten Regeln. Ja, früher haben wir Sachen getauscht, wissen Sie. Da gab es dann Gefangene im Austausch für Waffen zum Beispiel. Wo haben wir unsere Sachen verdient? Ja, wir tauschen auch. Wir tauschen nämlich Gegenstände und Sachen, die wir benötigen, gegen... Ja, wir lassen sie machen, Worte. Also wir geben leere Versprechungen und bekommen Gegenstände. Theoretisch, was machen die denn? Theoretisch ist das also auch ein Tausch. Achso. Ja, ich kann das ja mal probieren. Ja. Ich habe einen Tausch habe ich mit so einem Mann von Schilder. Wissen Sie, den Herrn Sack oder so hieß der. Der hat so ein Schild von meinem Praktikanten Herrn Wied da hängen gehabt, wo der Drogen genommen hat. Da habe ich getauscht für ihn von meinem. Er hat gesagt, ich muss ihm immer erzählen, was hier läuft. Dafür macht er das Schild weg. Aber ich glaube, der wollte mich übers Ohr hauen. Genau, deswegen musst du bei dem Tausch immer darauf achten, dass du nichts abgibst. Ein Tausch ist erst perfekt, wenn du was bekommst, aber nichts abgegeben hast. Kann ich nicht machen. Ja, dann, das klingt aber nicht fair, aber ich probiere mal. Nein, das ist natürlich ist das nicht fair, aber dafür tragen wir ja die Marke. Natürlich. Wir bestimmen, was fair ist. Müssen ich euch noch mit Arkas versorgen oder habt ihr schon? Achso. Ja, aber der Herr Dadosch zum Beispiel hat gesagt, ich darf zum Beispiel gar nicht eine Waffe haben und hat sie mir weggenommen. Dabei musste ich einen Hirsch jagen. Und dann musste ich den Herrn Gippi erst um Munition anflehen. Der Herr Dadosch mag mich, glaube ich, nicht. Bei mir ist das nicht. Der Herr Dadosch macht sich nur Sorgen um ihre Gesundheit. Aber lassen Sie sich mal überraschen heute, das wird ein ganz, ganz aufregender Tag. Ja, ich freue mich schon. Okay, welche Regel habe ich Ihnen heute mitgegeben, die nichts mit dem Tausch zu tun hat? Keiner darf hier hoch. Und wo dürfen Sie heute nicht hin? Hier ist nicht die Feier. Betreten Sie nicht den Hauptraum. Nicht den Wartebereich betreten, Balui. Ach so, ja, nicht. Ja, das habe ich natürlich nicht vergessen. Natürlich nicht. Ich bin doch Ihr wichtigster Mann. Das stimmt. Okay. Ja, ich bin wichtig, haben Sie schon so oft gesagt. Welchen Ausgang wollen Sie denn benutzen, Kommissar? Wollen Sie den benutzen, den alle unsere Kommissare benutzen? Raus. Okay, aber... Erwin. Links? Der Erwin, der ist nämlich ein, Links oder rechts? Welchen Ausgang wollen Sie? Rosso. Hier. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Hier gehen eigentlich alle Kommissare raus. Also hier geht die Mannschaft raus.
Ja? Ja, solange kein Aufzug da ist, müsstest du aber mal deine Tür wieder aufmachen. Das ist aber hoch. Das ist aber gefährlich hier. Fang dich, Balui, komm. Ja, okay. Ja. Oh, das hat geklappt. Ja. Der wollte mich aufs Ohr hauen, der Herr Dalukal. Haben Sie gesehen? Danke, Kibi. Das ist ein ganz ein witziger Chef, ist das. Nicht direkt alle gleich verstehe. Gippi, kannst du mal von unten hier oben anrufen? Ja, aber du musst gleich mal hier unten den Herrn Blader entgegennehmen. Ja, ja, ich will eben gucken, ob meine Lampen leuchten. Rocko! Bei Konkurrenz. Jo. Ah genau, ich hab was für Sie. Na klar, Rocko hat alles besorgt, Rocko. Leise. Jo, stimmt. Ja, ich nehme mich hier. Wer ist denn Tankstelle? Ja, wahrscheinlich die Tankstelle, aber ruf mal hier bei mir an. Nicht so laut. Keine Party. Ich will schon eine Stelle. RPD Tankstelle. Clubbing da. Was? Ach so. So, da. Nee, RPD Hauptkommissar. Ja, aber es gibt auch RPD Tankstelle. Kein Thema. Ja, warte, die Lampen. Geil. Ja, passt. Komm dann rum, wa? Sehr geil. Danke. RPD Tankstelle, was ist denn das? Haben wir noch ein Außenlager? Vielleicht. Müssen wir die anderen mal fragen. Ja, cool. So, Herr Blader, was kann ich für Sie tun? Ja, ich hatte eben mit dem Herrn Gippi gesprochen. Ja. Und, nehmen Sie erstmal die Maske ab. Ich weiß ja gar nicht, wer da ist. Ausrüstung. Oh, Entschuldigung. Sie können auch ruhig die Maske abnehmen. Wie bitte? Sie dürften auch gerne die Maske abnehmen. Ja, könnte ich machen, aber erzählen Sie mal, was wollen Sie? Ja, und zwar hatte ich mit dem Herrn Gippi eben gesprochen. Ja. Und zwar brauchen Sie Ausrüstung, Waffen, Kleidung. Sie verkaufen Waffen? Ich hätte zwei Dinge. Entweder verkaufen oder ich könnte Ihnen einen Punkt zeigen, wo Sie Waffen schnell finden. Ja, also wenn Sie selber angeben, Sie verkaufen Waffen. Ich nehme an, dadurch, dass ich alle Waffenverkaufslizenzen verkaufe, dass Sie keine haben. Noch verkaufe ich ja keine. Sie haben mir gerade eine angeboten. Und sie überlegen sich es. Ich habe zwei Waffenhändler, die von mir eine Lizenz bekommen haben. Rust Coast Customs und Rust and Guns oder so. Die sind daneben. Die haben beide von mir eine Lizenz erhalten. Und das sind die einzigen Lizenzen, die ich ausgestellt habe. Wenn sie als Waffenhändler fungieren wollen, keine Angst, eine Waffenlizenz zu erwerben ist bei uns relativ einfach. Wenn sie wirklich Waffen verkaufen wollen, können sie das sehr gerne machen. Die Konkurrenz ist eh immer groß. Wenn sie es offiziell machen, pinkeln wir nicht ans Bein, ist ein Vorteil. Wenn sie es inoffiziell machen, könnte es halt dazu kommen, dass es zu Problemen kommt in naher Zukunft. Das liegt dann natürlich bei Ihnen, das können Sie natürlich eingehen, wie Sie wollen. Der Handel ist bis dato immer relativ simpel gewesen. Von Rust Coast Customs haben wir eine AK bekommen und von, ich sag einfach mal Rust and Guns, ich glaube der Laden heißt anders, haben wir eine Bolt Action Rifle bekommen. Und dann wurde von mir eine Lizenz auf unbestimmte Zeit ausgestellt. Wenn Sie ebenfalls eine Lizenz haben möchten. Entschuldigung, das ist mein Nachbarladen. Das heißt Knalls Waffen und Rüstungen. Fetzt jetzt nicht so der Name. Ja, aber genau. Knalls Waffen und Rüstungen. Den habe ich auch eine Lizenz ausgestellt. Und es wäre unfair, wenn es noch einen Laden gibt, der Waffen verkauft und diese Lizenz nicht bezahlt hat. Ich weiß nicht, ob die anderen Waffenläden das so gut finden würden. Mache ich mir noch keine Sorgen. Ich verkaufe ja noch keine. Ja, aber ich habe sie schon auf dem Schirm jetzt. Da könnte ich ja mal gucken, wo sie diese Waffen denn her haben. Nein, ist aber nicht schlimm. Ich hätte Interesse an Waffen und an Rüstungen. Vor allem an Rüstungen bin ich interessiert. Machen Sie noch ein Angebot. Was wollen Sie mir denn verkaufen, wenn Sie was hätten? Was brauchen Sie an Rüstung? Wir bräuchten... Das, was ich gerade anhab, kann ich ohne Probleme machen. Werde ich gerade gemustert? Ich suche gerade die Rüstung.
können ja gerne einmal schießen und gucken, wie es dämpft. Na, nee, dann kriege ich wieder hier, dann habe ich wieder irgendeine Anzeige am Hals. Nee, also sie haben, also ich nehme an, sie haben keine Roadfine Kills oder sonstiges, ja. Ich nehme an, sie tragen momentan noch normale Straßenklamotten, richtig? War doch bescheiden. Den Helm, den ich hier trage, ist die bessere Version. Genauso wie die Brustplatte die bessere Version sein wird. Ja, drüben im Swinger Club kommen sie damit sicher gut an. Ich weiß nicht, ob sie da wem Angst machen wollen oder ob sie abgeführt werden möchten. Es ist ein Hobby. Das ja, hey, alles super. Ja, jeder kann das Hobby haben, was er haben möchte, solange er damit niemandem schadet. Ist nicht schlimm. Ja, wenn sie die Maske noch in seriös hätten, hätte ich da sicher Interesse dran. Ja, in normalen Metalllook kann ich auch bringen. Sehr schön, sehr schön. Ja, normaler Metalllook würde ich ein Rüstungsset dieser Art gerne nehmen. Aber was möchten Sie dafür haben? Beziehungsweise was wollen Sie? Der Gabelmann macht die Kabel dran. Was sind Sie bereit zu geben? Oder auch wieder ab, ne? Also wenn es sein muss, machen wir es auch wieder ab. Eine Lizenz? Ein bisschen eine priorisierte Stelle bei Anträgen. Es könnte auch sein. Jetzt mache ich mir keine Sorgen. Okay. Aber was wollen Sie denn? Sie sind ja hergekommen, um was zu verkaufen. Was wäre denn etwas, wo Sie jetzt gesagt hätten, ja, das können wir machen? Wir könnten machen, dass Ihre Fälle nicht von Ex-Kommissar Baloui gelöst werden. Was? Aber der ist doch total dufte. Der ist total dufte. Der hat mir überhaupt nicht geholfen. aber dufte ist er. Sagen wir mal, er ist nett. Ja, er ist nett. Ja, gut. Ja, Herr Blader. Geben Sie das an, ich rate Ihnen das. Er hat mir gestern hat er versucht, mir zu helfen. Ich sag Ihnen, das war ein Debakel. Boah. Nee, machen Sie, nehmen, das ist ein gutes Angebot. Ja, aber nett ist er. Wenn Sie wollen, dass Ihr Auftrag nett gelöst wird, dann können wir natürlich alles so lassen, wie es ist. Der ist sowas von nett. Boah, kack mir ein, ist der nett. Also es wär ja ärgerlich, Herr Blader, wenn all Ihre Aufträge nur noch bei Herrn Baloui landen würden. Das Problem ist, ich habe momentan keine Angst vor anderen Nachbarn. Das macht's halt einfacher. Kann ja viel passieren. Das ist eine gefährliche Gegend. Ein Mühe zu wenig Strom. Ja, hier leben viele Verrückte, aber keiner ist bereit, mit der Waffe abzudrücken momentan. Ja, eine Lampe ist halt. Okay, aber was ist es dann, was sie wollen? Eine nur. Ich versuche mal ein bisschen was einzustellen. Haben Sie Geld oder ein Rocket Launcher? Wir sind das Polizeipräsidium, wir haben alles Mögliche, aber wir haben kein Geld. Ich würde für 2 Sets, also den Kopfteil, Brustteil. Das ist ein komplettes Set in dem Fall. Hose dazu gibt es leider nicht noch. Ja, Roadkills. Hallo? Ja, genau, außer die gibt es ja auch noch. Das wäre dann der Unterteil. Unten in der Mitte. Ja, dann passt es wieder. Ja, also die wenn drei Teile zweimal, dreimal bringen für einen Rocket Launcher? Das können wir machen, ja. Das heißt also 6 Teile, 2 komplette Sets für einen Rocket Launcher. Entschuldigung, hier waren gerade der Wind von draußen war ganz so laut. Was haben Sie gesagt? 3 komplette Sets für einen Rocket Launcher, das können wir machen. Also 3x3 Teile. Wie bitte? 3x3 und nicht 2x3. Ja, 3x3, genau. Ja, 3 komplette Sets. Ja, ich habe eigentlich 2x3 erst gedacht. Oh nee, das wäre knapp. Also dreimal, so wie wir es jetzt am Anfang abgemacht haben, wäre wirklich am besten, wenn das geht. Abgemacht. Abgemacht, das freut mich. Ja, dann kommen Sie dann einfach morgen wieder, wenn Sie die 3x3 Teile haben, und dann kriegen Sie einen Rocket Launcher. Ist das nicht super? Das ging ja schneller als gedacht. Wenn noch ein Rocket dabei ist. Oh, wenn noch ein Rocket dabei das ist. Das erhebt das halt. Ich meine, wir sollten mit dem Rocket Launcher anfangen, wie muss ich ja oder? Was denn haben? Ja, aber der Rocket Launcher macht ja jetzt auch schon mal. Der Rocket Launcher macht ja jetzt auch schon mal ein bisschen was her. Ich gebe ein Set. Hm? Ich gebe ein Set, Sie geben ein Set. Das ist fair. Also, Rakete und Rocket Launcher sind dann 4 komplette Sets. Einer mehr?
einer mehr für eine Rakete? Das ist es. Das ist eine gute Idee. Ey, da haben sie aber. Sie sind, was Verhandlungen angeht, sind sie ziemlich stark. Dann machen wir vier komplette Sets. Ich würde schon bei drei bleiben, wenn ich ehrlich bin. Vier komplette Sets und sie kriegen die Rakete dazu. Das ist, ja. Ich glaube, das ist es. Wunderbar, Herr Blader. Sie sind aber auch ein Schlitzohr. Und sie noch ein größeres. Haben wir jetzt einen Deal, Herr Blader? Okay. 4x3. Perfekt. Morgen Abend ist das für Sie in Ordnung oder ist das zu spät? Ja, ich guck mal. Vielleicht kriege ich es heute schon hin. Ja, ich muss natürlich auch, also jetzt natürlich, das gerade war jetzt so ein bisschen hin und her. So. Was den Raketenwerfer angeht, versuche ich ihn nicht irgend so ein billiges Gelumpe vom Schrottplatz oder von den Rust Coast Customs da zu holen, sondern ich versuche den High-Quality Rocket Launcher zu holen. Einen, wo sie auch nach 100 Raketen keine Verschleißspuren merken. Also wirklich schon so ein Raketenwerfer, den sie so nicht anders auf der Insel kriegen. Okay, das hört sich gut an. Deswegen, aber den kriege ich halt, den kriege ich halt wirklich erst bis morgen. Dafür muss ich Anträge stellen, um den aus der Waffenkammer zu holen. Den haben wir nicht einfach so hier. Das wäre zu gefährlich, wenn hier wer einbricht oder so. Also das Ding ist, ja, das ist was ganz Besonderes. Also da kriegen sie, schon den Knüppel. Ja, war traurig zu sehen, dass ein paar von ihren Arbeitern keine Rüstung haben. Ja, aber das ändert sich. Das ändert sich ja morgen. Herr Blader, vielen, vielen Dank, wirklich. Ich mache sehr gerne mit Ihnen Geschäfte. Sie sind ein Top-Mitbewohner und Mitglied dieser Stadt. Ah, vielen Dank. Ich gebe mein Bestes. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. So, wir sind direkt wieder weg. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Danke. Schönen Tag noch. Jawohl. Später. Ja, viel Spaß. Ja, ich verhandle gerade wild. Komm mal schnell mit. Ja, ich weiß, darum habe ich auch gewartet. Ich hab dir was mitzuteilen. Was? Haben wir kein Heli mehr? Randy kommt ja gleich. Ja. Doch, Randy kommt ja gleich. Ich habe jemanden gefunden, der sich am besten darum kümmern kann. Ja. Der erfahrenste von uns. Ja, aber wo bringen die denn hin? Der darf nicht hier rumlungern. Ja, ich hab... Also der darf nicht hier... Ja, okay. Mit? Der darf hier wirklich nicht rein. Ja. Wer denn? Der Baloui oder der Randy? Beide. Hier, ich hab für die beiden einen Waffenschießstand aufgebaut. Ich baue jetzt noch welche dazu. Oh, cool. Sehr, können die üben. Sehr, das ist wirklich sehr gut. Versuch mal Louis wirklich noch mitzuteilen, dass er den Randy nicht ins Präsidium lässt. Er darf nicht Backstage da rumlungern. Ja. Aber das ist sehr geil. Wirklich, sehr, sehr cool. Super cool gemacht. Wir müssen, wenn ihr heute noch mal die Jungs von dem Waffenladen da seht, nicht Rust Coast Customs, sondern die links daneben. Kay, achso. Ist das Kay? Ja. Die müssen uns einen Raketenwerfer mit Rakete machen. Ich weiß, dass der gestern noch 125 Scrap gekostet hat. Die zahlen wir. Also alles unter 250 Scrap für beides ist in Ordnung. Ich kann euch das auch geben. Wer? Julie. Okay. Komm mal mit, Julie. Das ist heute... Ja. Julie, machst du eigentlich bis 21 Uhr oder arbeitest du länger? Bis 21 und dann um 0 Uhr wieder. Wer arbeitet denn hier? Okay, Julian, kriegst du das Geld natürlich nicht. Gippi hat Kohle wahrscheinlich. Na, mein Lohn wäre auch mal. Lohn. Ja, Lohn gibt es am ersten Donnerstag eines jeden Monats. Ah, da freue ich mich ja schon drauf. Ja, können Sie sich drauf freuen, ja. Also Anfang März zahle ich Sie da groß aus. Das glaube ich auch. Mr. Hauptkommissar Lukas. Ja, Lukatsch, schönen guten Tag. Habt ihr ein Update? Was ist heute passiert, Gippi? Psst, Juli. Komm mal mit. Ich hatte eine Frage. Ich hatte Sie ja gefragt wegen der Kerzen. Das ist richtig, ja. Da wollte ich Sie nochmal ansprechen. Können Sie mir ganz kurz nochmal sagen, zu welchem Laden Sie gehören? Ich muss das ein bisschen zuordnen gerade.
welchem Laden? Ja, was machen Sie hier auf der Insel? Einen salzigen Spucknapf auf. Ach, ja. Ich verstehe. Die Kerzen, kann ich Ihnen problemlos machen? Werde ich nur jetzt leider nicht mehr zukommen. Bis wann benötigen Sie die? Das ist kein Problem. Also die sind jetzt nicht dringend. Wenn es heute nicht mehr geht, zu morgen wäre natürlich super. Ja, morgen habe ich mehr Zeit. Allerdings würde ich schon mal gerne geben. Ja? Ja. Haben Sie einen Preis? Also wie viel würden Sie für die Kerzen haben wollen? Also ich hätte schon gerne so... Es müsste nur einen kleinen Raum ausstatten damit. Also vielleicht, keine Ahnung, 3 von diesen längeren Reihen und 2 von diesen kleinen. Ja, Reihen. Ich verstehe. Was denken Sie? Was denken Sie, was der Marktpreis dafür momentan ist? Ich habe das natürlich im Kopf, aber ich möchte ja mal wissen, ob wir hier auf derselben Wellenlänge sind. Also ich weiß, dass es nicht sehr viel Stoff braucht, welche zu herzustellen. Ja, also die Materialien sind sehr gering, aber das Handwerk, da müssen sie erstmal wen finden. Das ist schwierig. Wenn sie da einen Meister suchen, der jetzt gerade auch vor ihnen steht. Was hätten sie gedacht für die Kerzen? Na gut, nehmen wir mal an, wir nehmen 3 von diesen langen Reihen. Ja. Sagen wir auch mal 3 von den kleinen. Es gibt ja 2 verschiedene Größen. Aha. Würde ich Ihnen schon so 50 Scrap für alles zusammen geben. Ah, jetzt habe ich wegen den Schüssen das nicht gehört. Hatten Sie 75 gesagt? 75 Scrap für die ganzen 6 Kerzen wäre vollkommen in Ordnung. Die Schüsse sind unerträglich. 65 gerade. Hatte ich gesagt. 65 ist vollkommen in Ordnung. Sie haben 65. Ja, ist. Ja, hatte ich. Vollkommen in Ordnung. Alles klar. Dann würde ich doch einfach morgen nochmal wiederkommen. Ja, sehr gerne. Kommen Sie morgen vorbei. Mit den 75 Scrap? Voll mit den 75 Scrap und dann gebe ich Ihnen das. Alles klar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, bis morgen. Also, ja, und sonst halt der übliche Düsenstress. Hier ich nochmal. Zur Not machen wir das mit der Waffe dann morgen, weil Julie jetzt ja gleich auch wieder Feierabend macht. Gippi, der Kühlschrank, der da unten steht, den ich dir gezeigt habe, wenn ich nicht rechtzeitig zu der Feier da, also ich werde zur Feier werde ich auf jeden Fall da sein, aber ich werde nicht zum Start der Feier da sein, den Kühlschrank dann einfach aufheben. Du weißt ja schon, was damit gemeint ist. Ja, ich kenne das. Ja, ich bin sehr gespannt. Gippi, vielen Dank für deine fantastische Arbeit heute. Julie, schön, dass du auch eine halbe Stunde gearbeitet hast. Freut mich, dass du heute im Dienst warst. Ich wollte mal reingucken. Sehr gerne, so bin ich. Ja, nicht schlecht. Ja, kann ja jeder ein bisschen was zu tun. Danke. Mensch, ich wurde gelobt vom Schön. Wo ist denn diese Feier heute? Hier bei uns. Um wie viel Uhr? 23 Uhr rum. Okay, ja, da komme ich wahrscheinlich noch nach dann. Was spielt ihr denn? Raumschiff, wir suchen Verräter. Wir. Ja. Verstehe. Aber hier, ich habe natürlich nur am rechten gesehen. So ist nicht, ne? Ja, das stimmt. Ja, so ist nicht. Lockst du dich hier aus? Legst du dich hier gleich schlafen? Ja. Mach ich den Couch auf mit dem gleichen, mit dem normalen Couch. Ja, weil wir gleich hier kommen, ja. Bis später! Und Gippi, ich wünsche dir wirklich viel Glück! Ich glaube, das wird Baloo. Er muss es alleine. Ich wünsche dir eine Menge Spaß, Gippi, viel Glück und danke, dass du das übernimmst. Schlaf gut! Danke, Gippi. Echt nett von dir, Gippi. Ja. Danke. So, das war... Ach man, das macht halt echt Spaß. Wir haben ein bisschen Strom gemacht. Meine Lampen leuchten, wenn ich angerufen werde. Wir kriegen ein geiles Polizeischild. Da freue ich mich so sehr drauf. Ich hoffe, das macht keiner kaputt. Das wäre so ärgerlich. Ich hoffe wirklich, das Schild macht keiner kaputt. Weil das ist natürlich... Es ist geil, dass er das halt selber malt. Und das ist wirklich... mich freut das sehr. Ja, also das ist eine sehr schöne Ehre. Und das ist natürlich das Vorzeigebild. Und das Bild für Baloo ist auch so geil. So eine schöne Idee.
deswegen wirklich, wirklich eine ganz, ganz feine Sache da. Die Schilder malt Shaggis in-game. So, es müsste doch Oscar sein, oder? Also das ist doch der, der auch die schönen Shakes und Fidget-Bilder malt. Also das war doch Oscar, oder? Ich hab's am RP, an der Stimme nicht hundertprozentig erkannt.